come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire inside my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, whoa, mamma mia, here I go again. My, how could I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed ya. Did I ever let you go? Mamma mia, now I really know why I could never let you go. I've been angry and sad about the things that you do. So I made up my mind to tell you that we're through. But when you go, when you slam the door, I think you know that I won't be away too long. You know I'm not that strong. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, whoa, mamma mia, here I go again. My, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed ya. Yeah, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, even when I say bye-bye, take me now or never. Mamma mia, it's a game we play. Yo. Ja, das ist einfach das Leben. Okay. Yo, Chat. Hey, peace. Crazy, ich habe noch nie zwei Zuschauer gleich vom Anfang an. Audio post. Yes. Er ist gerade echt in der Schule.
Ja, hi, hi Dreieckskind. Cool, dass du schon dabei bist. Wie findest du meinen neuen Chat? Das ist süß. Hast du den schon gesehen? So eine Art Animal Crossing Chat jetzt. Aber ich werde dir noch richtig Animal Crossing morgen machen. Du bist fast immer direkt am Anfang dabei. Hast du die. Funktionieren die Twitch Notifications bei dir? Bei Krass. Mir? Nee, bei mir gehen sie nicht. Bei dir auch nicht, glaube ich. Doch, ich krieg das immer. Gleich von Anfang an? Ja. Weil ich meine, das letzte Mal. Ich hatte das gerade auf dem Handy. Ah, oh krass, es funktioniert doch. Wer ist das Girl neben mir? Ja, sonst wäre ich ja niemals da. Wäre ich ja nie da sonst. Glaubst du, ich schreibe mir auf und du streamst, hab mir so einen Kalender, Notification drin oder was? Oh fuck, you know. Das ist meine Freundin. Das ist Lucy. Mhm. Und ja, wir machen heute Nägel. Mhm. Kriege auch immer direkt Notifications. Das ist, okay, dann hat Coverino keine Ausrede mehr. Dann ist er einfach nur noch ein, you know, Instagramer Wichser. Keine Ahnung. HS. Hallo Lucy. Oh mein Gott, cringe mit Y. Oh, ist keine Freundin, egal. Ich mache heute meine Nägel. Ich wollte sie eigentlich allein machen. Aber irgendwie bestand sie drauf, dass wir das zusammen machen. Und da hatte ich meine, weniger Arbeit für mich. Ich muss dann einfach so hier sein. Ich dass du Halloween gemobbt wirst von deinen Freunden, weil deine Nägel einfach ausschauen wie ausgeschissen. Respectfully, okay. Ich meine, ich kann das auch nicht gut, aber ich glaube, der Kunst passt. Das geht schon. Okay. Aber man hört mich jetzt gerade noch durch beide Mikrofone. Was irgendwie. Das ist blöd. Ich stelle das noch besser ein. Also wir machen jetzt gerade noch so ein bisschen einen Test. Ich habe noch keine Kameras abgesetzt, also das mache ich jetzt alles on stream. Du kannst mit dem Mausfeld dann erstmal auch. Also ich würde es da nicht benutzen. Du musst deine Hand dann so 15 Minuten stillhalten. Yes, mal, I know. Und ich muss. Alle mal. Immer wenn sie frisch Nagellack drauf haben, dann machen sie mit allem so die Hand so ganz breit und machen alles weg. Jetzt mach dich mal nicht drüber lustig, weil weißt du, wie ärgerlich das ist, wenn du stundenlang irgendwie da Nagellack drauf musst und dann hast du so ein Ding drinnen. Weil es noch nicht durchgedrückt ist, also brauchst du ungefähr 10 Minuten. Ja, yeah, genau. Ich meine, ich habe so einen Dude gesehen, der. Nagellack studiert. Der hat das gemacht und der hat halt auch Probleme damit. So. Okay, das ist, glaube ich, das ist besser. Jetzt hört mich immer noch beides. Fuck, ich krieg's nicht hin. Okay, dann ist jetzt einfach dieses Mikrofon und dieses immer gleichzeitig und das Audio von diesem Stream wird ein bisschen wack. Nagellack kann richtig Pain sein, wenn man was verkackt. Ja. Alter, sag das jetzt nicht! Du machst es drauf und dann so einen halben Tag später schaust du deine Nägel an, die du liebevoll gemacht hast und es fehlt schon irgendein Stück. Ja, das wird bei mir auch sein, weil ich will es ja für Sonntag haben, für so... Ja, solange du jetzt keine Gartenarbeit machst, sollte das schon... Sollen wir sie noch feilen davor? Oh, wir brauchen noch eine Pinzette. Nee, brauchen wir nicht. Okay. Nehmen wir auf. Friend. Hi. Yeah. Yes, friend. Hi. Dich. Ja, du bist irgendwie überhaupt nicht für zwei Leute optimiert, du bist so im Schatten. Finde ich in Ordnung, ich mag das gerne im Schatten. Ich glaube, ich habe eine Vignette an, wenn ich die aus... Nee, lass es doch so, ich finde es super. Okay. Ich möchte die süßen... Die süßen Spinnen. Ja, und das Nagelschwert hat nein gesagt, deswegen... Die hier. Genau, ich habe, wie viel habe ich angeguckt? Ich habe drei... Nagelstudios angerufen und habe sie alle gefragt, würdet ihr so, also ich, das ist das, was ich gesagt habe. Hi, würdet ihr so Custom-Nageldesigns machen? Also zum Beispiel so kleine Fledermäuse auf den Nägeln? So, also ich habe das halt wirklich so gedacht, es sind Spinnen, aber ich, ja, was ich da gesagt habe. Also es waren meistens keine, die Deutsch gesprochen haben so richtig und deswegen war es auch mega schwierig, das zu sagen, weil erstens mal ist es Custom-Fingernägel, zwei Sprachen, die nicht ihre Mainsprache sind. Hättest du einfach sagen können, Nägel, die ich mir aussuche. Hä, aber es ist doch immer, das sind immer Custom-Nägel im Nagelstudio. Du gehst ja nicht hin, also ich meine, du sagst ja immer so, ich möchte das und das und das und ab dem Punkt ist es ja Custom. True, aber die machen halt nicht Nagellack, die machen ihre eigenen Sachen. Die machen halt entweder machen so Draufklebdinge. Gel-Lack, ja. Gel-Lack. Und ja. Die machen halt Tipps, die benutzen. Das war so schade. Aber die eine am Ende hat mir dann noch empfohlen, was ich machen soll. Und? Sie hat gesagt, geh zu der M und mach's selbst. Pretty much. Sie hat irgendwie sowas gesagt. Ja. Okay. War ich ganz süß. Cool. Ja, 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 ja. Fangen wir jetzt an oder will ich mich schon aus? Ich setz jetzt ab, okay? Ich sag dir, mach die Nägel! Das dauert ewig, deswegen. Ja, klar, los. Ich meine, wir werden jetzt nicht loslegen. Ich muss das. Brauchen wir noch irgendwie so Zeitung oder sowas? Nein. Komm, nicht, okay. Wir machen es einfach da drauf. Du darfst einfach nirgendwo hinkommen. Wenn du hinkommst, ist es deine Schuld. Okay. Wenn ich das schaffe, mehrmals die Woche, dann schaffst du das bestimmt auch.
Das ist halt nicht scharf, aber... Hallo. Leuchtung ist da. Meine Finger sind noch so schlimm. Sind doch, die sind noch on spot hier. Die haben... Die Apache-Finger habe ich. Busy Hands? Ja, ich habe sie geschnitten und dann habe ich mal geschnitten. Ja. Aber dann sieht man ja unsere Gesichter gar nicht mehr. Respectfully so. Ich habe hier noch die Index-Cam. Oh mein Gott. Sieh ja mal. Also ich meine, ich habe noch nie was sowas Unvorteilhaftes gesehen wie das. Oh Gott. Das sieht einfach aus wie so bei Promi Big Brother, wenn die so aus dem Gebüsch die Leute filmen, wenn sie beim Sex sind oder so. Oh mein Gott, bei Dreieckskind brennt der Herd. Mein Herd brennt! Fuck, da kannst du mir ja gar nicht zuschauen. Kannst du das in den Griff kriegen? Das sind unsere Gesichter, was meinst du? Ja, aber kannst du das nicht irgendwie nicht so rund machen? Ja, nee, das mache ich jetzt klar. Warum ist das so eine Blase? Hab's mal eingestellt. Weil es halt ein rundes Bild ist. Das ist so. Das sind wir. Ich weiß nicht, wie das hier belichtet ist. Das ist wahrscheinlich mies. Ja, auf jeden Fall. Man nicht woanders hin. Okay, Warum haben wir das nicht davor gemacht? Mehr on Screen Time. Mhm. Ich brauche die Screen Time für Twitch. Der hier, das ist okay. Mhm. Oh. Ja, das ist ja jetzt halt im Bild meine Fresse. Ey, ist schon okay. Wir werden sonst nicht fertig, das weißt du, gell? Ja. Soll ich noch mehr dann zoomen? Ja. Danke schon. Ja. Wo ist sie? Wer da? Auch mehr, der geht an, Jack. Das sind wieder Maske von der Tiefkühlpizza. Bad. Also, wie ich da aussehe, gefällt mir nicht wirklich. Gefällt dir nicht? Nee. Ah, sorry. Mach das bitte ganz klein, sonst haben wir es eigentlich gar nicht. Ich aussehe in die Ecke. Ja, bitte. Ja. Das ist schon okay, da in der Ecke, da sieht noch keiner. Mach noch so ein Dunkel, dass hier so dunkel ist. Ja, das ist schon wirklich ein bisschen drüber. Okay, dann gib mal die Fingerchen her. Okay, warte, mein Mikrofon ist wieder an. Ich stelle das so. So. Das Licht ist mega schön. Willkommen in Fußnagelstudio. Es wird mir viel mehr Spaß machen, die zu Ende, also Nagel runterzumachen, weil da kann man Leuten so richtig schön reden. Mit. Das ist auch speziell wie für das besseres Licht machen. Ja, ich bin einfach durch das Fuß machst, weil du musst eine mit links oder links machen. Ja, das geht schon, aber halt nicht, wenn du drauf kompliziert das machst. Legen wir los, oder? Ja, wenn halt die Polizei und die Feuerwehr kommt, ist halt Schicht im Schacht, ja. Tja. Ja. Dann muss man zahlen. Okay, das macht's. Warum wärst du immer auf dem Ding? Ich weiß nicht, mein Nagellack kommt noch. Okay, oder Nagellack first. Das ist... Ja, natürlich. Ich meine, schau dir das mal an. Das muss als erstes natürlich orange jetzt drauf, oder? Yeah. Glaub mir das. Ich mach was mit Medien. Ich kann das. Ich bin Künstlerin, auch wenn die einen wären, das nicht zugeben zu tun. Da krieg ich immer nur eine Spinne pro Monat, glaub ich, ja? Ja. Okay. Boah, das macht voll Spaß bei anderen Leuten. Ich verstehe jetzt plötzlich, warum Leute Nageldesigner werden. Ich hab gar nicht gemerkt, dass du schon angefangen hast. Ich habe nicht gemerkt, dass du schon angefangen hast. Aber, oh, der sieht doch gar nicht, der sieht fire aus. Das ist genau die... Mach dir übrigens keine Sorgen, wenn ich irgendwie auf meine Nagelhaut kommen sollte. Das geht dann von selber ab. Also das bleibt nicht drauf, weil das geht dann einfach ab, so mit dem durchs Händewaschen und so. Also es bleibt nicht dann so hässlich. Darf ich mir jetzt meine Hände nicht mehr waschen? Ja. Aber mit erstes so ein bisschen richtig schön ekelhaften Effekt.
Okay. Wieso jetzt schon feiern? Wie schnell du bist. Ich brauche dich hierfür schon eine halbe Stunde. Ich mache das halt dreimal die Woche, weil mein Nagellack halt wieder hässlich ist und dann mache ich es halt neu. Deswegen ist das Schönste auf der Welt, wenn wir endlich einen Nagellack bekommen, dass er lang ist. Oh fuck, hätte ich meine Haut nicht zuerst zurückziehen sollen? Nein, das ist zu viel Zeit. Okay. Eine Spinne wäre schon sick pro Finger. Aber die sind so klein. Das krieg ich hin. Auf der Nägel ist viel mehr Platz wie auf meinen. Schau mal. Schau mal hier die Reference an. Schau mal, wie präzise die das machen können. Das krieg ich hin. Oh, soll ich die Reference noch irgendwie auf dem Bildschirm tun? Nein, das ist da, was ich. Das ist einfach da, was ist. Ah, ich glaube, wir sollten die Reference drauf tun. Auf jeden Fall. Ich muss es irgendwie an den Daumen da, gell? Kommst du mich hin? Das ist nee, einfach deinen Daumen so in den Füßen, oder? Ja. Du hast viel mehr Platz auf deinen Daumen, du bist schon mal da hoffen. Das ist noch weit. Du musst ja stillhalten. Ja, ich speichere das noch schnell ab. Warum ist Nina nicht am Start? Ich glaube, es wird zu feiern. Du musst ein bisschen lauter reden. Aber Nina, die würde das hart feiern, auf jeden Fall. Die war heute die ganze Zeit am PlayStation zocken, also sie sollte eigentlich da sein. Hey, Fire! Die sieht noch ein bisschen schlecht aus. Das geht, ist so nicht dichte Farbe. Ja, wir machen halt einen zweiten Code. Liegt nicht an dir, oder? Wir machen einen zweiten Code. Du machst immer zwei. Okay. Aber ich muss erstmal trocknen. Okay, hier ist die Vorlage. Farbe ist aber nicht true to color. Ist nicht true to color, nee. Ich kann ja, wenn ich den ersten auf der Hand mache. Guck mal, wie das raussticht auf dem Video. Oh, wir machen jetzt schon die andere? Ja. Wir machen die andere. Du musst sie halt ruhig halten. Komplett ruhig? Ich darf sie. Kann ich sie so machen? Du darfst halt einfach nicht. Schalt das an. Du darfst halt nicht irgendwo rankommen. Oh, sorry. Du darfst nicht irgendwo rankommen. Das ist mein. Okay, das schaffe ich. Drück halt nicht so wichtig, also ich benutze damit auch mein Handy und so, aber man darf halt nirgendwo hängen bleiben. Okay. Die Runde 2. Ja. Ich versuche so zu machen, dass wir nur eine Schicht brauchen, aber im Daumen braucht man echt mal. Ja, sehe ich. Da, schon mal, da würde eine hier reichen zum Beispiel. Ja, der Daumen ist auch noch durchsichtig ein bisschen. Ja, aber ich mach's lieber nicht so dick, weil umso dicker, umso schwieriger hält. Nee, ist umso kürzer hält. Okay. Nee, das ist mein erstes Mal. Ich hatte noch nie einen Nagellack drauf. Was natürlich irgendwie so heutzutage irgendwie ein Loser-Ding ist. Ja. Ich hoffe, es sind jetzt aber ich habe immer Support bekommen eigentlich. Also wenn ich irgendwie was hatte, was allgemein zu der Gay-Community gehört, so bunte Haare und sowas, ja, dann habe ich immer so Support von alten Leuten bekommen. Die waren so, ich finde das ganz toll, dass sie das machen hier. So, ich wusste, dass sie meinen. Er hat sein erstes Mal on Stream. Das, okay, so nenne ich das Wort nachher. Erstes Mal on Stream und dann wir zwei als so von der. Wie das aussieht. Und jetzt ist es halt einfach nur orange, so okay. Schwede, du bist einfach süß. Ghosts sind halt auch mega geil. Was glaubst du, wie lange das dauert zum Trocknen? Wie gesagt, durchgetrocknet braucht so 10 Minuten, würde ich sagen. Aber wir können schon okay. Davor weitermachen. Also okay. Durchgetrocknet heißt halt, wenn du irgendwo hart dagegen kommst, tut es keine Dellen mehr bekommen. Aber zum Beispiel, wenn das jetzt, also 10 Minuten sind es schon, aber du kannst halt davor schon weitermachen im Prinzip. Okay. Also, das geht ganz gut. Ja. Fühlt sich kühl an, ja? Es fühlt sich fire an, aber kühl, ja. Okay. Dann müssen wir das andere Händchen auch mal hier hin und dann lass trocknen. Check this out, yo! Und beim Trocknen gehen so Striemen auch noch raus, aber es ist halt auch ein billiger Nagellack, ne? Also, erwartet nicht. Jo, ja, ja, ich meine, ich hab den. Es war der billigste, hat 1,65 gekostet. Aber Essence ist nicht schlecht, aber es ist halt einfach nicht so wie so ein Essie-Teil. Das ist halt, da kostet ja, ich ein Flaschen 7 Euro. Exakt, die ersten, die ich gesehen habe, haben 9 Euro pro Ding. Ja, das und dann weißt du, oh, fuck. Aber die trocknen dafür halt auch mega schnell, weil die heißen Last and Go. Das ist schnell trocknen. Du hast ja auch hier so ein schnell trocknen Ding gekauft. Ist nicht immer gut, weil ich habe immer das Gefühl, diese schnell trocknen Dinger haben irgendwas drin, das ist die Durability. Fuck.
Das ist ein Trade-off wie in so einem Game. Ja, aber guck mal, okay, das Dash steht jetzt wirklich ultra quick dry. Und das ist einfach nur normal. Also die trocknen halt schneller als so die von Essie oder so. Aber Ei. Die halten schon. Ich habe auch einen von so einer DM-Marke. Der hat eine Woche jetzt gehalten mit einem Überlack. Also. Oh krass. Ja. Soll ich wieder so. Okay. Der ganz lange halt. Aber wenn man halt auch nichts macht. Reichskind, du bist noch da. Ist dein Ofen okay? Ist Rauch in deinem Zimmer? Kommen wir da. Also nach den Leaks soll Resident Evil 8 kostenloses DLC kommen. Kostenlos? Mhm. Man weiß nicht was. Also es könnte auch einfach nur so was Langweiliges sein, wie diese Anhänger auf der Knarre. Anhänger? Weißt du, das, was man mitbekommen hat, der Vorbestellung? Ach so, das. Ja, genau. Da war ich erstmal super hype. Oh yeah, let's go! Das wird wahrscheinlich nichts. Ich glaube, sie haben irgendwann mal gesagt, sie werden kein DLC machen. Stimmt's? Oder genau. Vielleicht ist das so ein dummes Multiplayer-Ding. Oh, yeah. Honestly, oder irgendwas von diesem Wellenmodus da. Ja, so die Phantom des Zombies. Es gibt doch diesen einen Modus, wo du gegen ganz viele Zombies kämpfen musst. Ja, ja, wo da immer wieder welche kommen. Wie bei Pflanzen vs. Zombies. Alter, er hat seine Küche voller Rauch. Ach, scheiße. Sorry, Mann. Wie hast du Zeit dafür? Aber Hauptsache auf dem Stream. Hauptsache bei mir auf dem Stream. So, oh fuck, so mein Haus ist. Seien wir ehrlich, dein Haus war gerade in Gefahr. Er ist ein wahrer zu Fan. Zu verbrennen, right? Wenn ein Ofen zu heiß ist. Wahrer Fan. Eigentlich. Und du wahrer Fan bleibt trotzdem da. Ich gar nicht so lange. Also ich kann dir eine pro Nagel drauf malen, dann hast du halt die Garantie, dass es nicht ugly wird. Okay, auch noch wieder erst hier drauf üben, oder? Nee, das krieg ich schon hin. For real? Ja, mit so einem. Wir brauchen einen dünnen. Gib dir das mal, natürlich krieg ich das damit hin. Jetzt zeig mal auf die Kamera. Was ist das? Werkzeug, mit dem wir arbeiten werden. Mini-Stift. Schon mal im Vergleich zu meiner Finger. Locker. Okay, das ist. Okay, ich hab's mir ja größer vorgestellt. Ich mache einen großen Kreis und dann mach ich die Ärmchen dran, das ist doch kein Deal. Okay. Und dann mache ich dir die weißen Punkte noch mit drauf, würde ich sagen, damit es cool ausschaut. Annie, nebenbei, dein Stream ist wichtig. Ich glaube, du bist einfach einer dieser Ehrenmänner, die einfach im Stream bleiben, auch wenn sie nicht aktiv da sind, wie Featuring Games. Willst du auch allen so nach jetzt so, dass er so bleibt, also so mit dem hier, das ist groß? Nee, also alles wird spinnen. Ja, das ist für mich ein Fehler. Also, es ist vielleicht so. Ja, ich finde das süß. Ey, auch so was sagst du? Vielleicht einer, oder? Sieht halt immer, ich finde es immer halt so. Aber. Also, wenn einer. Aber dann musst du halt 5 von diesen. 10 von diesen Spinnen zeichnen. Wie viele Spinnen die drauf hat? Gib mir einfach Geld, so, weil. Was soll ich jetzt Geld? Ich hätte jetzt P1 machen können. Oder hä, das ist schon so spät und ist die ganze Tagzeit. Nein, ich hatte den ganzen Tag Vorlesung. Ich dachte, du siehst es so als so eine Art so Date. So, wir haben jetzt Spaß. Ja, du hast Spaß. Ich hab Spaß. Juice, was krieg ich? Wenn ich Spaß hab, hat meine Freundin auch Spaß, right? Ja, genau. So, ich zocke und du schaust zu. In deinem misogynen Gehirn vielleicht. Ja. Krass, was hast du gekocht, dass die Küche brennt? Ja, yeah, was hast du. Okay, es war auf jeden Fall Tiefkühlpizza. Woher willst du das wissen? Was auch was gescheit. Was macht man im Ofen? Kräuterbaguette? Kräuterbaguette gemacht. Oder dieses Intermezzo. Dieses, was halb Pizza, halb Brot ist. Von Dr. Oetker, Intermezzo. Oh. Jan, wirklich diese Nägel, I swear to God. Lass es doch einfach gut sein. Das ist mein Werk und ich bin der Hühnchen. Künstler. Er macht Hühnchen im Ofen. Echt? Was actually was Brathähnchen. Herr Tiermörder. Ja? Okay, wir brauchen noch so ein paar Minuten. Dauert halt ewig, Mann. Ich hasse, deswegen mache ich hier immer nur eine Farbe drauf und wenn ich dann wirklich einen guten Tag habe, dann gibt es noch Überlack. Dann kommst du es halt wirklich raus. Der Kaffee, das ist ja mal ein Spruch anmachen können. Ich sag dir, wenn du da einen Dapper reinbekommst, dann bezahlst du heute Abend alles. Ein Dapper? Ja, ein Dapper halt. Ein Dapper? Ja, dass es nicht mehr schön aussieht. Ich hoffe, es bleibt so schön. Und dann will ich XL Popcorn mit einem teuersten und 1 Liter Cola. Ich glaube, dieser Pan ist gerade live. Ja.
Hör doch einfach auf! Ich bin wie eine von diesen Frauen, die Kunst gemacht haben. Und dann kamen irgendwelche Männer und haben gesagt, Frauen können einfach nicht zeichnen, weil es ist einfach so. Ich hab 2013 irgendwer gesagt. Frauen können nicht zeichnen? Ja, Männer können einfach besser malen als Frauen, weil... 2013 rausgelassen. Was? Wo ich mir so denke, Lisa. Alter, halt dein Maul. Was redest du? Nee, kann ich nicht. Ja, ja, du hörst doch eh nichts. Also, dieser Bahn gerade, Hardlife. Ja, er macht nichts, aber er hat immer schwarze Fingernägel und das würde mir besser stehen als das hier. Ja. Schwarze würde mir viel besser stehen. Also ich könnte mir auch so ein. Ich habe dieses dunkle Berry, das ich wirklich gerne mag, weil das sieht manchmal so ein bisschen Berry aus, aber meistens schwarz. Das ist noch besser. Ich mag gerne. Ich glaube, jetzt kommt von denen. Ah, ja, yeah, so funktioniert das auf Twitch. Wir teilen alle. Das ist alle, die wollen. Okay, das ist freie Kultur hier. Kannst du ja auch auf was reacten. Wenn ich auf Twitch bin, schaue ich das am liebsten an, die Leute auf irgendwas reacten. Das macht er gerade, ja. Ja, aber ich mag den nicht. Sorry. Das nicht so. Ich hab einmal einen Stream von ihm geguckt, der hat die ganze Zeit so hässlich rumgeschrien. Er schreit ein bisschen, das ist Twitch-Kultur. Ja, aber ich möchte vielleicht keinen Tinnitus haben, während ich meine fucking Hausaufgaben mache. Ich glaube, wir können schon weitermachen. Ja, also ich würde jetzt mal bei dem Spinnen machen und bei dem noch eine Schicht. Okay. Oh. Okay. Ich hab noch nichts irgendwie angefasst damit. Ich schau jetzt gerade mal auf die Spinnen. Wie weiß ich? Aber scheint auch so ein bisschen. Mega praktisch. Oh, yo! Das Kind hat 3 Euro spendiert. Damit hast du schon mal 2 von den Nagellacken bezahlt. Danke dir, Mann. Danke, Brudi. Eine Spende. Oh, vielleicht zahlen die ja 3 Euro auch für mich, damit ich mir eine große Cola kaufen kann im Kino. Oh mein Gott, was soll der Scheiß? Sobald eine Frau auf meinem Stream ist, kriege ich Donations? Alter, Twitch ist einfach so sexistisch. Ist krass. Ja, ganz schön. So, ich finde, das raus. Danke dir, Mann. Korrekt. Okay. Du bist kannst mega du das korrekt. Bild vielleicht wieder hermachen? Ah, das ist da. Ja, das ist ja mini klein. Das ist zu klein. Ja, ist nichts drauf. Das hier. Das Bild. Da, Bild. Ja, oh, genau. Sorry. Okay. Und jetzt musst du richtig durchhalten, damit ich das nicht verscheiße. Okay. Okay. Ich bin sehr gut. Ich sag dir, wenn ich niesen muss oder so. Mach das. Imagine, ich krieg nie Donations. Das ist big. Ja, oh, süß, die ist ja schon süß. Ja, gut, dass das Mikrofon nicht aufpickt, was du gerade gesagt hast. Wurde auch mal wieder Zeit, dass du streamst. Hey, Easy. Alles klar bei dir. Okay, ich bin mit dem Ding, ich kriegst am 1.11. ein Prime-Sub. Oder, das wäre wahnsinnig geil. Aber versuch mir mal einen Prime-Sub zu geben, okay? Ohne Affiliate ist es echt hart. Hier übrigens, Mitte vom Screen oben. Affiliate, ja, nur noch irgendwie so 10, 15 von den Followern. Und dann haben wir's. Klar, Block. Followt mir einfach auch, wenn ihr mich nicht mögt. Wenn ihr mich hasst, was auch immer. Gebt mir auch den Follower, damit ich Affiliate krieg, bitte. Okay. Er wollte mir seinen Prime-Sub geben. Wie süß, das ist so die ehrenvollste Geste überhaupt. Alles gut, natürlich. Guck mal, gut. What the fuck? Schau dich mal an, wie gut das ist. Ich hab doch gesagt, dass ich das kann. Seht ihr das? Das ist eine Spinne, right ja, das, there! Ja, ich muss nur halt dann noch die Presse machen. Das ist so gut! Oh, mach die anderen Hände wieder her. Süß. Nee, so schon, so. Das ist nicht so gut auf der Kamera dann. Ja, aber sonst... Du stellst nachher 13 Accounts für mich. Yeah, mach das vielleicht nicht. Genau, Twitch, wenn du Affiliate anforderst, dann schaut sich Twitch deinen Account an, Bro. Oder so alles Accounts, die vor so 3 Tagen erstellt wurden. Gibt's einen Halloween-Stream geschminkt und mit lackierten Nägeln? Das ist gerade mein Halloween-Stream. Dafür soll sie alle Nägel mit Spinnen machen. Ja, was? Ich bin dabei, okay? Sie macht sie. Also sie auf jeden Nagel kommt eine kleine Spinni. Spinne oder eine Spinni? Eine Spinne.
Gott, ich hasse mich. Hallo. Das habe ich halt einfach mal bei der Vorstandsrunde in der Uni gesagt. Was? Hallo? Nein, wir sollten so zwei Lügen und einen Fakt sagen. Und ich habe halt gesagt, ich kann den gesamten Film Megamind auf Deutsch mitsprechen. Ich habe gedacht, dass Mozzarella auf einem Baum wächst, bis ich 15 war. Und ich bin am Stück über die Alpen gegangen und die mussten dann halt erraten. Chat, sag, was ist falsch von den Statements? Sag nochmal alles ins Mikrofon. Ja, okay, also warte mal. Es sind zwei Wahrheiten und eine Lüge. Zwei Wahrheiten und eine Lüge. Also quasi die erste ist, dass ich den gesamten Film Megamind in der deutschen Synchronfassung mitsprechen kann, wenn ich den Film gucke. Achso. Der zweite Fakt ist, dass ich bis 15 geglaubt habe, dass Mozzarella auf einem Baum wächst. Und der dritte Fakt ist, dass ich am Stück zu Fuß die Alpen überquert habe, von München nach Venedig. Ich würde es gerne einen Poll machen, aber meine Mods sind nicht da. Ja, und okay, das ist mein Mod Singular. Er ist nie an meinen Streams. Hoffe. Er war mal eine Zeit lang immer da, so mega tapfer. Aber jetzt hat er echt besser. Er zockt jetzt immer Minecraft Action. Ja. Er ist gerade mega busy. Er hat so einen Minecraft-Server gemacht mit 180 Mods. Nummer 2 oder 3 Fake. Mozzarella oder Alpenpass. Oh, das ist keine. Honestly, ich glaube, alle sind wahr. Mm-mm. Eins davon stimmt nicht? Mm-hmm. Nicht doch alle. Mm-mm. Nicht alle stimmen. Mm-mm. Das ist schwierig. Krass, dass nicht mal du das checkst. Wie hätten die das checken sollen? Können wir ich meine, dann was mit dem Mozzarella-Baum? Nee, das ist wahr. Ja, das ist schon wahr. Ich habe halt gesagt, ich bin am Stück über die Alpen. Wir haben bestimmt ja nicht, weil ich bin oh Teil mein Gott, du darfst sowas nicht auf Details ja, hängen. Das aber, muss schon was Großes sein. Ja, denn. Es tut mir leid, aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Ich wollte eben diesen Mega-Mind-Fakt unterbringen und einfach als Freak dastehen, okay? Mir ist in dem Moment einfach nicht das, was eingefallen. Wollte es einfach ein bisschen anders sein. Jetzt mal nur Front, aber das ist schon ganz schön anders, finde ich. Ich wünschte es nicht. Du bist nicht die einzige Person, you know? Es gibt einen ganzen Discord-Server voll mit so Leuten. Boah, heute war ich wieder drauf, weil wir langweilig meine Vorlesung. Ich kann euch einen coolen Discord-Server empfehlen. Die lassen euch nur rein, wenn ihr... Oder lassen die jeden rein? Die lassen echt jeden rein. Du musst da über Tumblr irgendwie rein. Okay, es gibt einen Megamind-Fan-Server. Ja. Und der ist cool. Also, falls ihr Megamind-Fan seid, der Film von... 2010. Dreamworks. Die quatschen da über den Film, was sie mögen, machen eigenen Content mit Comics und Art. Mhm. Mega viel Art. Echt, ja. Zum Teil sehr gute Art. Ganz besondere Art. NSFW Art. Vor allem auch mega viel. Ja, vor echt allem mit ganz viel Tentakel. Alter, der Tentakel. Dein Schwanz ist eine Tentakel. Ja, das ist so. Hat's gedroppt. In der so Community, in der Fanlore ist Megaminds Schwanz ein Tentakel, so ein. Ich komme nicht drauf klar, weil es ein Kinderfilm ist. So können yeah. Aufhören bitte damit. Sie sind horny. Ja, aber. Machen wir auch Punkte drauf, wie auf dem Bild? Ja. Die Punkte sind nicht das Problem, glaube ich. Punkte sind wichtig, um das Bild auszugleichen. Mhm. Mach ich dir. Kannst du wirklich die Mini-Augen dahin kriegen? Ja. Süß, hab ich schon. Oh, die anderen süß. Vielleicht werden sie halt ein bisschen größer. Ich bin jetzt gar nicht mehr in München, also ich werde gar nicht von irgendwelchen Leuten angesprochen. Hast du eigentlich die Donation-Message gelesen? Die wurde vorgelesen von Text-to-Speech, aber ich müsste es, glaube ich, nochmal donaten, damit ich es mir nochmal genau durchlese. Ja, musst du jetzt wohl nochmal donaten. Schick nochmal 3 Euro vielleicht. Sorry, man. Ist doch irgendwas Nettes. Ich werde es aufrufen. Du musst es schon nachschauen bis Ende. Ich schau nach. Bisschen Motivation für die Spinnen hat er geschrieben. Danke. Ja, die Motivation ist da. Ja, voll. Ich mach sowas ja voll gerne eigentlich. Jetzt ist deine Putzelart. Das macht bestimmt Spaß. Dieser Er hat auch aufgehört. Ja, er hört jetzt auf. Ja, zu viel Konkurrenz. Zu viel Konkurrenz, jetzt komm alle in meinen Stream. Soll er mich mal raiden? Hä, ein Raid von dieser Pan wäre mal endsick. Andere Finger bitte. Der müssen wir nicht mal orange machen. Ja. Vorsicht.
Oh mein Gott, das wird jetzt end risky. Der trocknet aber schnell, weil es halt wenig Farbe ist. Das ist alles schon sehr crusty, deswegen, also Nagellack trocknet halt extrem schnell, deswegen muss ich hier so richtig viele Batches immer machen. Würdest ja Sub da lassen, aber du kannst dir keinen Affiliate leisten, Bro. Ich erwarte einen Sub, wenn ich einen hab. You know, ich hab dir schon seit 2 Monaten nicht mit Prime, mit meinem echten Geld gesubbt, also musst du auch schon rausspringen. Das macht man so unter Freunden. So, das ist das Krasse, ich verstehe nicht, wieso man das macht. Bitte sub, wenn du bei mir subst, nur mit Prime. Sonst ist es so dumm, dass ich dich subbe und du mich und am Ende kriegt nur Twitch das Geld, weil wir alle einfach Geld tauschen. So, brauchst du jemanden aus der Gruppe? Ich hab ja auch gesagt, so, hey, das ist mir zu viele, das ist mir zu Corona unsicher, dann hat sie gesagt, warte einfach mal ab. Sollte losgehen. Einfach alle nur spenden, da kriegt nie Vaterstaat was. Alle gehen einfach nach vorne. Alle spenden, true. Nur spenden. Aber bei der Streamlabs-Spende springt ein bisschen was an Streamlabs. Ja, es ist verschätzt irgendwie, ja. Ja, aber jetzt musst du überlegen, wir brauchen noch weiß, wir brauchen dann nochmal schwarz, wir brauchen den Klarlack. Wir brauchen noch orange für die Daumen. Ja. Vielleicht noch so 25. Nein, ich würde sagen, bis halb 10 brauchen wir auf jeden Fall. Krass. Das ist halt erstmal halb 9. Okay. Warte, jetzt habe ich... Ah, ich habe mein Mikrofon jetzt zu leise. Ist nicht irgendwie schwierig, dass du mit dem du arbeiten kannst. True. Wie soll ich jetzt irgendwas mit meinen Fingern machen? Nee, ich meine so reaction-mäßig, damit du Content bietest. Ich biete Content. Ich habe eine Frau auf meinem Stream. Ja. Oh, Wooga. Chat. Gott. So ist, by the way, lecker. Ist es nicht irgendwie verkohlt und so? Oder hast du die Teile weggeschnitten oder sowas? Fühlt sich's an, ein Tiermörder zu sein? JK, Bro, ich hatte gestern Hackbraten oder so. Ich bin auch Tiermörder. Ich hab doch gesagt, ich kann das. Ich kann's ja nicht viel, aber. Wenn wir bis nächstes Halloween aufheben, dann mach ich Geister. Ja. Vorsicht, ich Lucy. Quatsch, mein Fingernagel. Oh, fuck. Hä? Ja, okay. Weiß ich. Oh. Ist ein Haar oder nicht? Tiermörder unterstütze, wenn ich bitten darf. Getötet habe ich es nämlich nicht und ist sehr lecker. Ah ja, du bist ein Unterstützer. Truthfully respect. Was ist dein Lieblingspizza? Deine Lieblingspizza-Auflage? Auflage, eher so Belag. Fucking Belag. Warte, heute war der Match Drop, hm? Featuring Games! Hübsche Nägel! Danke, Featuring Games an Tobi! Lauter! Ich hoffe, es gibt im deutschen Shop welche. Ich hätte so gern was, aber ich glaube, es nur, wenn es auch dann da ist. Also, schau mal kurz in die Kamera und sag: Danke, Featuring. Danke, Tobias. Ein bisschen mehr Ausschnitt oder sowas, während du das sagst. Sorry. Tobi, gönn mir, er hat 5 Euro spendiert. Der gesamte Preis von den ganzen Nagellacken ist jetzt schon, ist dann. Hab ich wieder drin durch den Stream. Ich würde ja sagen, das ist meine Gage. Nicht wie Shit, das kommt alles an dich. Ja. Quasi ein Sub. Ja, man, Sub, das nicht mal was an Twitch gibt. Cool, cool, cool. Danke. Wie geht's dir? Oh. Ja, der Tobi. Die kleine Spinne. Das aus, wie ich es nicht allein mache, oder? Er streamt nie wieder ohne Freundin. Doch, ganz bestimmt. Yes. Vertrag? Soll ich mir mal einen Vertrag unterschieben? Mhm. Ich denke mal schon mal den Jacuzzi aus. Damit kriegt man Safety, das ist. Ich habe jetzt schon mehr Donations bekommen, als ich jedes zuvor bekommen habe.
Du hast vor mir auch donated, so ist es ja nicht. True ist nicht die erste Donation, aber das ist schon dick. Du hast gerade mehr verdient als jemals zuvor. Respectfully. Woran liegt das, ne? Du sagst, du hast es schon 15 Mal gesagt, dass ich hier bin. Ich bin mal direkt zurück nach Ravensburg. Okay. Fellas! Dann machen wir jetzt den zweiten Orange-Teil. Das hier. Jetzt entspanne ich jetzt mal kurz, ich muss den Film drüber machen. Fallisch. Was? Auf jeden Fall los. Oh mein Gott! Aber 5 Euro für das Steam Deck damals, dann 1 Euro und jetzt nochmal 5. Ach, wie viel hat das gekostet, das Steam? 5 Euro musste man zum Vorbestellen zahlen. Vorbestellen? Das war so eine Art Buffer. Versteh ich nicht. Das ist ein temporärer Preis, den du zurückkriegst. Einfach damit du es halt reservieren kannst. Ich muss nicht verstehen. Trotzdem müssen wir eine Fotze nichts machen. Okay. Ich hab voll Angst, dass mein Nagellack da jetzt drauf geht. Für dich. Oh ja. Yeah. Ich hab heute ganz brav in Kunstgeschichte meine ganzen Nagellack hier. Das ist so geil, wie das mit dem Tape hält, oder? Raffi, das Tape an dem Mikro. Ich habe das Mikrofon an den Stab getaped und das knistert nicht. So, jetzt muss ich wieder mal noch kurz an den Daumen gehen. Ich bin erstmal Lyric bespieler. Ciao, Dreik! Warte, du, Tobi. Mach gut. Weiß nicht wieso. Freitagabend Lyric, das soll jetzt Privatleben. Komisch. Das ist Lyric. So. Er bleibt drin, so wie du. Okay, dann anderer Finger, anderer Daumen. Mal zu Wenn jemand homophobe Kommentare gibt, soll ich ihn einfach küssen. Ich glaube, nur zum Auges, ne? Dann Content-Klasse. Irgendwann müssen wir so Content reacten oder so? Ich höre doch nichts. Und du suchst nicht irgendwas raus. Mein okay. Meisterwerk. Ja, ist das das Komplizierteste, was du hier auf Nägel getan hast? Ja. Also ich mach halt so das Komplizierteste, was ich hier bei mir gemacht habe, war schwarz und einen Finger habe ich orange gemacht. Das war's. Ja, aber ich mag das nicht so. Ich mag nicht diese fancy Nägel, das ist nicht so mein Ding. Das ist, ich meine, nicht für everyday. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt ins Studio gehen würde und mir welche machen lassen würde, würde ich mir vielleicht das überlegen, aber am Ende würde ich es wahrscheinlich bereuen, weil das passt gar nicht zu mir. Und auch schwarz ist so die beste Farbe, weil es halt zu allen Klamotten passt. Wenn du jetzt einen Lieder in den Nagel hast, dann kannst du halt nichts Orangenes anziehen, sieht halt super dumm aus dann. Gerade. Mhm. Ich habe White Claw gekauft. In Recessive. Ah. Ja, nein, bitte tu das eine Ohr weg. Was ist das hier? Alles weg. Nee, tu es so nach vorne so ein bisschen. So. Nee, so den oben. Den? Ja, oh, perfekt. Ja, guck mal, ich habe immer noch so fiery. Ja. Die sind alle okay, finde ich. Aber die schmecken so wie White Claw. Witz halt scheiße. Genau. Also Grapefruit und Mango sind meine Fabs. Grapefruit ist immer schwierig, finde ich. Ja. Und wehe, ich sehe dich mit den Nägeln eine Dose irgendwie so aufmachen, gell? No shot. Immer so aufmachen, dass der Nagel safe ist. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Nein, du machst so. Dass der Nagel ist safe. Aber wenn du so machst, dann scrapst du sie halt den ganzen Nagellack ab. Und dann bin ich sauer. Ja. Yeah. Oh Gott, du weißt, dass es war das erste Mal. Die gehen halt von selber ab, das kann man nichts machen. Halt diese. Also es ist wie Boah, White Claw. So gesund. Es hat ein bisschen mehr Geschmack als White Claw. Fair zu sein. Besser? Nee. Oh, shit. Beides scheiße. Ich bin schon ein Fan.
Ich fühle mich so gesund dabei. Ich bin so, oh mein Gott, es hat 0 Kalorien! Es hat. Wie viel? Es hat so 120 Kalorien. Eine Dose hat 86 Kalorien. Das ist gesund. Ja. Also gesund würde ich sagen. Es ist nicht gesund, aber ist, man fühlt sich so gut dabei. Saufbar, würde ich sagen. Zutaten, also weißt du, wie diese Zutatenliste sich so zusammensetzt hier? Also quasi ist oh, das. Oh, warte, kannst du es erzählen? Nee, ich kann es nicht erzählen. Es ist, es weiß jeder. Es ist wirklich jetzt nichts Besonderes. Hey, ich will einfach nur sagen, dass das, was am meisten in sowas drinnen ist, steht. Du musst wieder dran machen, bitte. Ich hab versucht, auf uns zu tun. Ja, wir haben doch da das hier. Das ist doch egal. Also jetzt schau. Das, was am meisten drin ist, steht immer ganz vorne und so geht es halt noch. Das, was am wenigsten drin ist, ist quasi in dem Fall Schwefeldioxid. So. Und hier steht einfach Wasser. Sehr cool. Aber zweitmeiste Bestandteil ist einfach Alkohol. Jawohl. Ich hätte ein Geld. Das schmeckt einfach wie Wasser, in das man seit fucking 3 Jahren einen Mango eingelegt hat. Ich würde einen Sponsor von denen hier so feiern. Stell dir vor, ich krieg so kostenlos kistenweise so ein Zeug. Also ich finde, der erste Geschmack ist okay, dann kommt ein richtig widerlicher Geschmack und der Nachgeschmack ist wieder okay. Siehst du, jetzt habe ich 0% Chance, einen Sponsor zu kriegen. Gerade viel zu heavy Musik. Es steht ein bisschen trotzdem seit so 5 Minuten hart Dubstep-Kram. Und ich hasse so was. Hannes hat mir heute einfach so erzählt, er kommt so rein, ich sehe ihn seit, weißt du, wie lange habe ich ihn nicht gesehen? 2-3 Wochen. Und er so, oh, wir haben uns für morgen Abend 5 Gramm gekauft. Zu wild. Ich war so, oh, Hannes. Vor allem, er war so stoned letztens, dass er seinen Personalausweis verloren hat. Und jetzt muss er sich halt schnell einen neuen holen, weil er hat ja übernächste Woche Führerscheinprüfung. Und ohne Perso kannst du die ja nicht machen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Weißt du, Grund, dass du nicht vegan lebst? Und? Käse. Käse. Also ich finde Milch geht. Steak Milch und Milch. Milch mag ich nicht, aber Eier, du Opfer. Eier. Eier und Milch ist das Größte. Bei mir ist es nur Käse. 5 Gramm Brokkoli. Ja, genau. Ja, genau das wollte ich sagen. Ja, Schande, der was anderes denkt, also. 5 Gramm Brokkoli. Ja, so. Broko. Machen wir mal die Äugelchen, oder? Ich glaube, das ist das, was die reißen. Ich habe euch dafür gewählt, dass ihr fucking Brokkoli legal macht. Ja, okay. Mann, ja. So, jetzt muss ich echt nichts hinwerfen. Ja, das wird krass. Warte, ist unmöglich schon getrocknet. Das geht. Ja, aber ich hab schon. Ey, übrigens, neu. Ja? Brokkoli wird nächstes Jahr wahrscheinlich legal. Ah, okay, krass. Falls ihr Brokkoli legal machen wollt, Chat, dann gebt mir ein Follow. Ich setz mich dafür ein. On stream, so öffentliche Meinung, also dass ich da bin und sowas sagen kann. Die Wahl war schon. True. Milch geht easy durch Soja oder Hafermilch. Ja, übel. Free-Chicking. Okay, also ich sag, ja. Das Beste, was mit Kaffee geht, was ich probiert habe, war Erbsenmilch. Und Nottmilch. Aber die Erbsenmilch, die hat so Stückchen drin und sowas hasse ich echt hart. Alpro-Nottmilch, Leute. Also ich müsste mir da immer so einen Filter drüber tun, so einen kleinen Sieb. Aber das geht schon echt klar. Alpro-Nottmilch. Okay, ja. Also am liebsten die 1,5er, aber die 3,5er ist auch okay. Hast du gesagt, dass du vegan bist? Ich bin nicht vegan. Aber die schmeckt wie Milch. Ich schwöre. Okay, echt jetzt? Ja. Hab ich noch gar nicht probiert. Doch, die ist neu. Bei mir probiert. Das ist die wir immer bei mir trinken. Erbsenmilch. Nein, es ist Nottmilch von Alpro. Diese blaue, die so richtig schön. Die weißblaue. Ja, genau. Das ist Hafer. Erbsenmilch. Nein, es ist nicht. Ja, Hafer. Nee, die, also zum für mich ist der Wert einfach, was mit dem Kaffee geht und was nicht. Yo, im Hardys kriegst du einen Kaffee für 2,50, kriegst einen Cappuccino.
in der Mensa in Ravensburg. Da bin ich. Ja, kein. Aber die machen so ein Herz in den Schaum rein, weißt du? So die Schaumart. Warum sollte man im Gym Kaffee trinken? Trink doch einen Proteinshake. Ich glaube echt schon zweimal, weil wenn die S-Bahn nicht kommt nach Türkenfeld und das ist ja schon zweimal passiert, dass ich aus 40 Minuten warten musste. Ach so, man kann da mit dem Öffis hin, ich glaube das ist irgendwie so ein Outfit. Ja, ich fahre mit der S-Bahn hin und dann Fahrrad. 10 Minuten Fahrrad. Ja, bist du wenigstens schon warm. Esse nur noch Huhn und Rind, ansonsten Käse, du isst nur noch Huhn und Rind. Also du meinst, das ist alles was du isst? Oder? Ich schein haram. Das ist Käse, aber alles andere ersetze ich immer, lasse ich weg. Schwein nicht wegen Religion. Ersetze ich manchmal, aber Fleisch ist mieser Struggle. Das ist echt ein Struggle, Fleisch loszuwerden? Oh, nee, dieser Pan hat letztens darüber geredet, wie er sich nicht mehr vorstellen kann, Fleisch zu essen. Alle Leute, die das aufgeben, sind so, yeah, never again. Also Fleisch vermisse ich gar nicht, aber ich war mal eine Zeit lang vegan und Käse... Käse. Liebe Käse. Und es ist manchmal schon lästig, zum Beispiel bei so... Ein bisschen warm im Arm. Es ist manchmal ein bisschen lästig, aber. Oh, es geht schon. Alter, Porkbeam Chat, schaut euch den an. Ja, die ist jetzt schon so süß. Bekommen. Ich will die gerade bisher mit dem Edding machen. So ein Pünktchen drauf und dann Klarlack drüber. Also, ist schon arg klein, dieser Punkt, der da drauf muss. Vor allem, dass der dann nicht irgendwie durchsichtig wird. Halt war halbes Jahr Veganer, der Dreieckskind. Halbes Jahr hast du es geschafft. Ja? Nee. Zwei? Nee. Halbes. Das war auch mal ein halbes Jahr. Das war lang her. Vegetarisch halt schon lange. Ja, vegetarisch bin ich 6 Jahre. Und ich, also Fleisch und Fisch... Ah, los, angepasst. Fleisch und Fisch vermisse ich gar nicht. Aber so, Fleisch und Fisch, okay, chill. Fleisch und Fisch vermisse ich halt gar nicht, aber so mit ohne Käse geht nicht. Es gibt auch gute Käsealternativen, aber es ist einfach super schwierig, wenn man essen geht. Also ich bin's. Wenn du jetzt in so einem Kaff wohnst wie ich, oder halt in Ravensburg, auch wenn es eine Studentenstadt ist, da findet man also teilweise einfach nichts. Und auch zur Pizza und so ist halt ohne Käse wack. Rexkin sagt, wenn man mit Freunden unterwegs ist, ist vegan kritisch. Ja, voll. Bin ich voll bei dir. Mäßig ist halt nicht so schön wie dir. Aber auch noch, sie sind schon ziemlich fire. Ja. So Cosplay machen, da lernt man so sehr viel Geduld und sehr viel Kleinteilig, vor allem beim Man. Ich kann da echt so schreien, wenn ich das von mir nehme. Ich halt immer mit dafür. Dominus hat richtig geile vegane Pizzen. Ah, du bist insane. Pizza hat, weil man am Isartorge. Ja, aber ich war da nur einmal und dann nie wieder, weil das war so fettig. Da war ich groß. Richtig übel. Dominus hatte ich aber noch nie. Da hatte ich auch mal, das war in Ordnung. Was ist das Beste von Domino's? Hast du vorhin darauf geantwortet, als ich dich gefragt habe, was dein Lieblingspizza-Belag ist? Ich gehe halt nicht in so nasty Pizzerien, ich gehe mal in Losteria oder so. Beste Münchner, man hat das Geld halt, ne? Für die Losteria, einmal die Woche. Aber bei der Losteria, ja, ich war ja... Käse, aber nur Käse, okay. Bei der Losteria kann man sich, die sind ja riesig, die Pizzen. Und du kannst dann aber quasi nicht entscheiden, kannst Hälfte machen. Also du kannst Hälfte mit Gemüse und die andere Hälfte mit so Würfelmozzarella nehmen oder so. Und die kostet dann so viel, wie die teurere kosten würde. Ich glaube, mein Mund ist desync, weil ich habe ein Audio-Delay eingebaut, aber die Kamera, die hat kein Delay. Okay, ist halt einfach so. Dann machen wir jetzt noch die Spinne auf die Dämmchen, ne? Okay. Daumen time. Kann ich dann ein Foto dafür machen für Insta? Sure. Schon mich aber taggen, oder? Schon mich taggen. Ja, ja, safe. Aber ich habe. Also, ich meine auf Twitch. Du musst dir mal so ein Business-Insta machen für Quest, dann kann ich dich taggen. Ich muss mir meinen für mich selbst machen. Du musst, kannst du auch 50-50 Pizzen bestellen. Das ist richtig geil, sowas. Ja. Wenn man sich einen teilen will, bei der Losteria sind die ja so. Und wo ich, wie viel Durchmesser die haben? 100? Wie weiß ich nicht. Auch Partnerschaft mit Domino's. Ich brauche Partnerschaft mit Buzz.
Hast du mal einen Leichhirn-Trailer gesehen? Du schaust dir so einen Schwan nicht an. Aber viele waren halt ein bisschen. Ich bin schon hype. Ich finde das ein Boss. Ich finde. Was sind so die geilsten Partnerschaften, die man haben kann mit Firmen? Boah. Geht's so? Ich weiß nicht, der ist halt fett. Also ich meine nichts gegen, aber ist halt super ungesund. Gute PC ist so Origin PC. Jeder aus meinem Kurs würde sein Apple. Klassische Sluts für Apple, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, also ich und der andere, wir haben beide einen Windows PC, wir werden halt regelmäßig gemobbt dafür. Sorry, dass ich nicht einsehe, so viel Geld dafür zu bezahlen, dass es dann halb so gut ist wie mein Windows PC. Geilste Partnerschaft, eine mit Quest. Bruder. Bruder. Partnerschaft mit Lucy's Nails. Das ist mein Produkt, was gebe ich? Du bist hier deine Zeit in mich, das machst du eh schon. Du kriegst nichts raus. Du verlierst Geld, du hast mir vorhin 3 Euro gegeben. Komisch, dieses Verlangen, Online-Leuten Geld zu geben, habe ich auch. Echt, ich nicht. Leute freuen sich so sehr, wenn du... Ich bin immer so... Wenn du es nicht leisten kannst, dann kannst du es nicht haben, fertig. Nein, ja, also das ist gut. Das ist sehr gut. So mache ich das auch immer, wenn ich selber mache. Alleine mal. Wespe muss Imker werden. Honig ist das Marketingprodukt. So, wegen der Wespe. Ah. Aber das Ding ist auch, zum Beispiel, es gibt so richtige Industriemarmelade, obwohl die von Oma wahrscheinlich die geiler wäre, ist die vom Glück kaufen die Leute, weil sie immer Marketingopfer sind. Und ich schäme gar nicht, weil ich bin auch ernst das Marketingopfer einfach. Also es muss nur schön aussehen. Ich bin nur so, das ist bestimmt gut, wenn es so schön aussieht. Wir hatten Geld für Designer, das muss passen. Ja. Obwohl ich die Tricks eigentlich kennen sollte, falle ich trotzdem drauf rein. Es sind nicht Tricks, es ist menschliche Psychologie. Es ist auch so, wie wir funktionieren. Weißt du, du lernst das, du studierst das und dann fällst du trotzdem drauf rein. Ich noch so, ach, so eine schöne Front. Da kann man ja fast nichts falsch machen. Und Alter, wenn man einmal so Font-Kurs hatte, dann sieht man es überall. Ja, ich muss gerade meine eigene Font machen. Meinung zu Spekulatius-Keksen? Ohne dieses Scheißzeug hinten drauf, weil mit dem Scheißzeug hinten drauf noch halt wieder. Hört ihr das, wenn sie so in sich reinredet? Eine Frage noch. Also mit diesen Sachen hinten drauf, also mit Mandeln hinten drin, finde ich es nur halb so geil, wie es sein könnte. Ich mag das nur immer. Jede Form ist geil. Ich liebe Zimtsterne, ich liebe Lebkuchen. Der Aufstrich, Alter. Ach, der Aufstrich. Kennst du den Lotus-Biskopf-Aufstrich? Der ist alles lässiger. Rede vom Standardprodukt. Ach so. Ist Standard ohne? Ja, Standard ist ohne. Dann feiere ich. Lieben wir und du? Irgendwas. Ja, aber was ist dein Lieblings-Weihnachtssnack? Von mir, vom Dreieckskind. Von mir und Dreieckskind. Also ich meine, wir haben so ein Plätzchen-Rezept und das ist echt feier und das liebe ich. Das ist von meiner Oma, von meiner Uroma. Die ist gestorben und das ist so das, was ich so richtig hart von ihr mitgenommen habe. Das macht jedes Jahr zu Weihnachten. Ich mache die einmal die Kekse. Obwohl es ewig dauert. Dauert so 2,5 Stunden, die zu machen. Ich kenne die sind fire. Und die liebe ich und die kann man auch so schön dekorieren. Die schmecken so gut füllig. Ich will dieses Jahr mit meinem Ausstieg, ich will mir so Geisterausstecke kaufen, weil ich liebe es, wenn sie sagen, sie was, aber Halloween ist schon vorbei. Das ist nur noch so viel Tage, bis Halloween wieder ist. Dein Lieblingsweihnachtssnack sind die Keks. Die sind Lucy's Kekse, ja, okay. Ich liebe die Kekse, actually. Die Kekse mal am Arm. Okay, hier ist jetzt was Kontroverses. Ich liebe diese Plätzchen mit Marmelade in der Mitte. Spitzbuben heißen die in Bayern. Die sind so kleine Blümchen mit Marmelade in der Mitte. Die gibt's doch nicht mehr. Ja, so rund. Die sind rund, meistens. Okay. Kratzen ist kritisch, ne? Nein, ich meine, ich will nicht kratzen. Das mach mir mit den Fingernägeln, das kann ich jetzt nicht machen. Wenn es getrocknet ist, kannst du das machen. Okay. Ach so, du meinst. Okay, fuck, mein Mikro pickt gar nichts mehr auf.
Auge, das im Winter. Ich hab mich übelst angesoffen gemacht, die zwei Stücke. Was ist los? Kann ich das mitnehmen für Halloween? Haha! Das ist halt so Bier. Das ist halt so wie ein Bier. Und halt ist das weniger Kalorien? Es ist 0,33. Das und es Einzige ist halt, dass es weniger Kalorien hat als Bier. Es ist nicht das Einzige. Es hat mehr Alkohol pro Milliliter als Bier. Aber es hat weniger Kalorien als Bier. Ja, natürlich, ja. Give a fuck auf alles andere. Ich finde es eigentlich schon keiner geil. Ich finde es nicht geil, aber es macht besoffen, oder dann muss man viel Kalorien zu sich nehmen. Was macht ihr dieses Weihnachten? Hoffentlich Feuerzangenbowle. Und Raclette. Letztes Jahr habe ich 13 Pfännchen gegessen. Und ich muss meinen Rekord toppen dieses Jahr. Mein Dad hat gegen mich gewonnen. Er hat 15 Pfännchen gehabt. Oh mein Gott, weißt du, kennst du die Wiesenzöllerei 10 von den 7 Todsünden? Ich bin nicht angesprungen. Okay, dann mache ich die weißen Pfännchen, würde ich sagen. Alter, dieses Weihnachten mache ich es anders. Anstatt mich voll zu stopfen mit Plätzchen, werde ich ja, während alle Leute so um den Weihnachtsbaum sein, werde ich draußen sein, 3 Runden um das Haus laufen und so einen Workout machen. Richtig schwitzen. Raclette ist sowas deutsche Ding, ne? Fühle ich. Ich mag Raclette. Ich mag Raclette richtig gerne. Aber ich mache immer so fancy Raclette. Also ich habe letztes Jahr so mit Kürbis und so gemacht. Nicht so langweilig. Jetzt schon die Punkte? Ja. Die brauchen nur eine Schicht. Fake sein, show diese. Ah, was ist am Weihnachten das geilste Essen? Willst du? Raclette. Ach, Raclette. Raclette ist schon. Also, ich liebe es, wenn man ich so. Ich finde auch Käsefondue geil, aber Käsefondue ist so. Low. Das ist Overkill. Das ist halt so ein bisschen langweiliges Essen. Das ist halt Billo-Essen. Raclette, wenn man dann so alles auf seinem Pfännchen hat und dann aber noch Käse draufballert und alles mit Käse überbackt. Ja. Fire. Ziemlich fire. Ja. Diesen Chat zugeklasse mit 3 Kindern. Hey Mann, Ehre. Ich habe 2 Zuschauer und der eine ist noch ein Lurker. Tobi, geboren. Wie fühlt es deine Freundin, die gesprächigere? Sie sollte auch streamen. Ja, danke. Ich hab schon überlegt, was Alter. Für die ja, ich aber kann dir auch meinen Channel-Code geben, okay? Aber ich hab halt, mein Leben ist so langweilig. Es ist das Einzige, wo ich so überlegen könnte, was ich streamen könnte, wäre, also wie ich meine Hausaufgaben für die Uni mache, weil ich was anderes auch keine Zeit mehr habe. So. Also halt so, ich studiere schon was, wo man was machen muss. Also ich mache dann keine Mathe-Aufgaben oder so, aber da halt so Photoshop, Illustrator, kann ich das ein bisschen erklären und so, aber ehrlich gesagt, ich habe dafür die Internetleitung nicht, die Zeit nicht, den Bock wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass oder ich du bist schneller Affiliate als ich und dann bin ich so, ich hab dich gemacht! Dann raid ich dich. Dann raidet sie mich. Was? Einfach zu Jan ziehen. Ja, ich wohne nicht in. Ich wohne einfach gerade so. Ich wohne. Alter, ich wohne bei meinen Eltern. Stell dir ja, vor, du ziehst her. Nee. Oh mein Gott. Aber ich wohne auch nicht. Also, ich wohne halt so Hälfte. Alle 3 Monate muss ich umziehen. Deswegen, bisschen schwierig. Ja, wir haben gerade so ein bisschen eine Fernbeziehung. Aber eigentlich nicht wirklich. Nee, nicht wirklich, weil ich wohne halt, also ich studiere 3 Monate und dann arbeite ich 3 Monate. So läuft das. Das ist 5 Jahren zusammen und jetzt Geld immer weg. Genau. Wie gesagt, ich bin nicht aus der, also ich wohne, wo ist meine Uni? Die ist, wenn man gut schnell fährt, 1,5 Stunden von hier. Also es ist das wird so ein Knossi-Monte-Ding, du Montesi-Knossi. Was? Alter, wovon redest du? Herr Knossi ist halt der Wohnfall in meinem Dorf. Ja, das habe ich dem Featuring Games schon mal gesagt und er hat mir nicht geglaubt, obwohl wir wissen, dass er da ist, weil... Quirin hat, bei der ja, Quirin hat ihn getestet auf Corona. Wir wissen, dass er da ist, er war da. du Montesi-Knossi und sie wird von dir gepusht, aber überholt dich komplett. Lass mit Tobi eine WG gründen. Oder wir sollen mit Tobi zusammenziehen. Was ist das für eine Idee? Mein eigenes Leben. Also mit Tobi ich hab mein eigenes Leben. Tobi, nee, du meinst Tobi. Tabkorkel würde ich an. Tabkorkel. Safe. Das wäre voll lustig. Wir hätten eine richtige Duma-WG. Wir hätten wahrscheinlich so eine Antifa-Flagge aus dem Fenster oder so. Ja, auf jeden Fall. Also da werden halt eure Fenster safe angeworfen. Ja, definitiv.
Ich schaue mal so einen super linken Streamer. Der hat auch mal so eine Kommunistenflagge im Hintergrund, aber das macht er nur, um Leute zu ärgern. Das wäre mit euch auch so mit Antifa. Antifa? Ich hab kein Leben. Sanabi ist so mein Nummer 1 Streamer. Der hat einfach zu den richtigen Zeiten streamt. Andere, ich mach die Punkte zuerst. Du hast kein Leben, sagst du. Das scheint realistisch. Ich finde das süß, dass du da warst. Das ist schon mega süß. Ich kann mir halt nicht im Entferntesten vorstellen, dass das hier entertaining in irgendeiner Weise ist, wie ich halt mit den Nägeln anmal. Das ist Gesellschaft. Redet halt bitte nah. Wann sind die richtigen Streamzeiten? Muss dein Nummer 1 Streamer werden? Ah, ist jetzt schwer. Ich kann mal die Punkte anschauen, die du uns inzwischen hast. Aber Featuring Games ist halt immer Lurker. Halt dich bitte kurz ruhig. Okay. Aber jetzt möchte ich den Dreh richtig raus, ey. Ja, das wird richtig gut gerade. Okay, ja, ich muss zu dem. Okay, wo bist du? Dreieckskind, du hast... Oh ja, du bist noch ganz schön hinterher. So, Dille, jetzt bin ich ganz bei euch. Hi, Tobi. Ich bin da, damit ich nicht alleine hier rumsitze. Und wir sind da, damit wir nicht alleine hier rumsitzen. Dreieckskind, du hast 1600 Punkte. Das scheint vielleicht auf den ersten Blick viel, aber honestly, Tobi featuring Games hat dabei 5800. Ja, oh mein Gott, Alter, ja, genau. Was? Ah, Tobi kennt dich ja auch länger. Wie viel bekommt man pro Stunde? Wie viele? Okay, dann Stunde. Bitte. Ich muss mal sagen. Das ist okay. Settings. Ihr kriegt pro 10 Minuten kriegt ihr 5 Punkte. Und wenn ihr aktiv im Chat seid, kriegt ihr pro 10 Minuten 10 Punkte. So, du bist OG. Wenn du mir followst, kriegst du 300. Wenn du donatest, kriegst du 250. Wo bin ich? Wie viel bin ich? Eigentlich nicht so viel. Aber wenn ich da bin, dann schreibe ich voll viel. Ja, das ist so cool. Ich Du hast. Das sind so gute. Aber weißt du, was mich irgendwie viel mehr interessieren würde als alles andere, wie du irgendwie so 3D machst oder sowas? So wenig. Das oder interessiert so Photoshop oder so also Zeichen, das mag ich voll gerne, aber so dieses Ding ist genau. Also mach was du willst. Aber ich mag halt am liebsten irgendwie so gern labern, aber nebenher irgendwie so was machen, wo man dann halt so zusammen was machen kann. Study together mäßig. Okay, ja, fair. Ich meine, wenn ich zeichne, kann ich halt auch irgendwas zeigen, was mich besonders macht. True. Ich mag Zeichenskins immer gerne. Ich mag so Progress von Leuten anschauen. Ja, ich auch. Total gern. Ich mag halt, wenn ich Stream schaue, möchte ich unterhalten werden. Wer wäre denn? Meine Punkte gehen gerade einfach mies nach oben. Ja, du kannst mehr Punkte super schnell kriegen, indem du Ausrufezeichen Gamble schreibst und dann eine Punktanzahl. Dann hast du eine Chance, das Doppelte rauszukriegen. Natürlich, du verlierst, es ist eine Chance nur. Wenn du verlierst, dann verlierst du alles. Ja, ich bin auch ein Gamble-Streamer. Hat's was gemacht? Oder sehe ich einfach den Bot nicht? Hast du eigentlich Musik da? Oh. Chill. Ja, chill ich gerade. Das ist schon wieder so Nagelstudio Ambient-Sound. Ja, aus irgendeinem Grund macht es das gerade nicht, das Gamble-Ding. Vielleicht, weil es einen Cooldown gibt zwischen Aktionen. Vorhin hast du... Was? Redeemed wurde? Ja. Versuchen wir nochmal Gamble und dann nochmal eine größere Zahl vielleicht. Mach eine größere Zahl, ja. Weiß trocken. So, jetzt gibt's ein Duell. Die Duelle funktionieren, okay. Oh,
30 geworden, jetzt hat er auch schon 500 mehr. Okay. Battle drin. Meistens bei den Duellen. Backroger, das ist mega gut. Der Gamble ist eigentlich an. Okay, also nur so wie Gamble funktioniert im Hintergrund. Wenn ihr Ausrufezeichen Gamble gebt, dann ist es ein 100-seitiger Würfel, der gerollt wird. Also ihr habt eine 1 zu 100 Chance, dass ihr gewinnt. Oh, so funktioniert das anscheinend nicht. Lust. Richtig, ich verstehe gar nicht, wie das heißt. Wie funktioniert das? Wie lange wird die Farbe eigentlich halten? Ungefähr 3 Tage. Kommt drauf an. Wie sehr ich halt ja, damit umgehe. Ja. Das ist halt kein Gel. Das ist halt nur schön. Ja, also das ist halt so die Art Nagellack, die leicht abgeht. Aber das ist auch gut, weil das andere, das wächst dann halt raus und dann hast du da so Kunden. Nee, wirklich nicht. Hey, okay, jetzt sind nur noch die Augen drin. Genau, das mache ich dann noch gleich. Und dann sind wir fertig, dann kommt dann lassen wir das Fett durchtrocknen. Ja. Und dann kommt da einmal Überlack drüber und dann sind wir fertig. Aber wir kommen mit halb gut hin, würde ich sagen. Okay. Weil, ja. Oh, es ist 21 Uhr. Ja. Schau ich mal. Oh, das ging jetzt echt schnell. Alter, gib dir das mal. Das ist wie ein PJ. Pyjama. Der ist fancy. Aber nein. Ich hätte es jetzt zum Chat gezogen. Nee. Sieht ziemlich fesch aus. Wie groß seid ihr? 1,80. 1,66. Ja, 1,66 hat sie gesagt. Yes. Okay, krass. Gleich mal bestellen, oder? Es gibt doch Gläser. Ich glaube, ich bin im Minus, actually. 1,95 bist du? Hä, das ist ja mal auch richtig cool. Das sind so Geteile, die kannst du unten an dein Weinglas dranhängen. Lucy. Was für coole Sachen. Es gibt ein Activity-Book. Es gibt ein fucking Kartenspiel. Das finde ich cool. Mit den coolen Zeichnungen drauf. Okay. Alle größer, du bist 1,70. Oh nein, Dreieckskind, du bist einfach so 5. Warte mal, das ist ein cooler Hoodie. Weil das ist alles Art. Das ist halt nicht so billig. Sure. Hat jemand gezeigt? Sie ist so Merch-obsessed. Ja, leider. Aber der Weiß ist eigentlich schön, okay, ich möchte keinen Weißen. Da kann man echt niemanden judgen. Vielleicht kommt da noch ein Schub. Vielleicht kommt noch ein Schub, halt die Klappe featuring. Du bist 1,95, du bist fucking riesig. Soll ich mir das holen, wo das hinten drauf ist? Schaut doch cool aus. Ja. Vorne ist es so klein und hinten ist es so... Yes, das sieht mega cool aus. Du hast übrigens Locken. Aber nicht, bist du gerade lang. Schon. Schick mal. Chat über... Alter, voraussichtlicher Versand 10.12. Der ist schon durch, ja, Locken. Aber der ist schon durch, der Wachstumsschub. Ja, das stimmt. Was meinst du von Glatze zu Locken? Alter, was meinst du mit von Glatze? Ich glaube, ich hole mir das. Das finde ich richtig cool, das T-Shirt. Das, was wir. Willst du fragen, was besser ist? Nee, ich will das. Okay. Ich finde es cool, dass es hinten so drauf geprintet ist. Ich mag die Farbe. So eine schöne Farbe. Wie hast du Locken bekommen? Was ist da passiert? Aber kurzer Frisur. Einfach 10.12. Hä, aber ich wollte das zum Release ansehen. 10.12. Krass. Ist verschickt. Oh mein, und zwar aus Deutschland, though. Aus Deutschland, okay. Aber das ist ja mal. Ja, aber zum Beispiel auf den Schal warten, also bei dem Schal ist versandt in 8 Wochen, also in 2 Monaten. Aus Amerika, und dann nochmal 4 Wochen. Und ich meine, dein Kostüm, das aus Deutschland kommt, hat auch 3 Wochen gebraucht und das ist immer noch nicht da. Ja, aber das ist, weil, also zum Beispiel, ich habe den Ring bestellt, der ist heute angekommen. Der Ring. Red. Ja. Den hast du heute bestellt? Nee, den habe ich vor 2 Tagen bestellt und der ist heute angekommen. Aber ich habe ihn halt nach Ravensburg geschickt, weil obvious reasons.
glaube ich, von Windows. Foto bitte. Ja, du willst mir nicht zeigen, keine Ahnung. Was? Vom Ring und von dem Merch. Ach so. Anderer Mensch. Wo muss ich das hinhalten? Entweder hier, die Kamera. Ach, hier sowas. Das ist halt so ein Shirt. Das ist das Shirt, vorne. Und das ist halt vorne ist der Name und dann hinten drauf hast du halt so einen coolen gezeichneten Print. Das ist halt so ein drawn Image. Und den Ring, den gibt's nicht mehr, das ist ausverkauft. Den hast du noch bekommen. Habe es euch beiden auf Discord geschickt. Das hier wird einfach 19.11. verschickt. Witzig, der Kerl. Oh, oh hey, steht hier, Mann. Ich will locken generell. Willst du auf dem Stream zeigen? Ja, was sagst du? Kann ich das zeigen? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ja, nein, what do you say, what do you say, what do you say? Ja, lass es zeigen. Oh, ich hab's irgendwie vor... Da ist es. Sieht dick aus, oder? Ja, die Locken hier. Sind cool. Ja, das Shirt. Ja, hol's hier. Ja, aber das Ding ist halt, es kommt nicht pünktlich an. In Paint geöffnet, ja. Habe ich ja gerade parat. Und ich kann nicht so viel mit dem machen. Das wäre schon cool, wenn ich dann so von allen eins hätte. Weißt du, was immer die Welt von Reputation für mein Spricht dagegen? Was spricht dagegen, dass du dieses coole Fanshirt von Taylor Swift holst? Ach, das ist zu teuer und es kommt spät. Ja. 40 Euro? Bloß versandt oder mit? Ja, mit versandt. Windows Foto Standardprogramm, hallo. Ja, aber er hat es mir über Discord geschickt, also habe ich es nicht runtergeladen. Bra. Ich liebe halt Merch-Shirts. Merch-Shirts. Ich muss es halt kompliziert machen. Ich liebe weiße Shirts, ja. Das ist eine coole Farbe, vor allem so eine Farbe habe ich nicht. Morgen UCH-Stream featuring Games Crespo. Morgen UCH, boah, können wir ein bisschen machen. Auf jeden Fall nicht machen. Chat-Stream, also. Wo ich den Chat neu designen. Ich hoffe, Rino zusammen, ich hoffe, er kommt. Aber auch hier. Okay, clip das jetzt nicht, gell? Aber bei ihm ist nichts. Aber ich bin erst später zu Hause. Okay, mal schauen. Ich hab abends, sollte ich Zeit haben. Ja, ich bin dann auch am Start. Ich muss morgen mein Im Projekt Stream machen. Meinst du, okay. Ja, nee, hier bin ich nicht. Ich muss nur mein Zeug machen, meine Uni-Hausaufgaben. Leute, können wir hier einen Cyberpunk-Kamin draus machen? Komm. Ich hab dir immer gesagt, ich hab das Streamer-Sein so drauf. Ja, genau. Ich hab so diese schnellen Jokes, diese so, oh komm, oh so Sperma und sowas, so ist einfach da, sofort in meinem Gehirn. Frühestens 21 Uhr. Eine Runde würde da schon gehen. Schon im Kaufscreen. Haha, du bist so einen Schritt vor dem Kaufen und so. Soll ich es mir kaufen? Soll ich es mir kaufen? Ja, ich habe halt so viel Merch. Das ist halt das Ding. Und ich weiß halt nicht, ich denke mir halt so, okay, es ist jetzt nicht mein Favorite-Album, aber ich mag es trotzdem sehr gerne. Aber jetzt zum Beispiel Reputation mag ich lieber. Also wenn Reputation ein Free-Recording bekommt, werde ich zuschlagen wie Sau. Okay, aber es wird dann trotzdem so zwei Monate später kommen, you know, du weißt, wie es ist. Nee, Reputation kommt wahrscheinlich in einem halben Dreiviertel. Ja, okay, aber wenn es rauskommt, dann kommt das Merch auch erst an, dann später, ja, es kommt delayed halt. Aber okay, du hast gesagt, Vespa irgendwas alone zu streamen? Also morgen alone streamen? Ja, ich meine, ich streame halt morgen den Chat, dass ich den code mit Kauferino zusammen. Wir machen da so ein paar coole Code-Sachen rein mit CSS und JavaScript. Du hast zum Beispiel, wenn du ein Brush schreibst, dass es so lang gezogen wird im Chat. Waren kleine so Easter Eggs. Und halt, ich designe den Chat neu, dass er aussieht wie in Animal Crossing. Also irgendwie einfach nur so zocken oder streamen. Oh! Das ist schwierig. Ja, 40 Euro ist schon viel, weil davon kann ich halt eine Woche lang essen. Nein, 100%. 40 Euro sind viel. Ey, fuck. Wovon ist so unendlich. Es ist viel. Auf jeden Fall.
Ich kann dir nicht sagen, dass du es dir kaufen sollst, weil es ist nicht so leicht, das festzustellen. Meinte was mit mir. Ja, ich meine, wir streamen was mit dir gerne morgen, ja. Mach mal. Zocken morgen was zusammen, okay? Es wäre halt cool, wenn sie das Geld erst abbuchen würden, wenn sie es verschicken. Aber das machen sie nicht. Das machen sie nicht? Nee. Das ist so scammy, das macht doch jeder heutzutage. Nee, also ich habe auch noch einen Pulli von denen bestellt, der Produktionsprobleme und so. Und deswegen habe ich den immer noch nicht. Der Chat sieht übrigens momentan so aus, wie dieses Chat-Design, was ich gekauft habe in der Standardeinstellung. Der Chat, den du gerade siehst, der hat keinen Aufwand drin. Habe ich ein bisschen mit rumgespielt, ja. Ich bastel den morgen halt hübsch um. Dann streame ich morgen alleine, bis du Zeit hast. Ich werde morgen um ungefähr 15 Uhr mittags streamen. Okay. Nur so. Und dann abends nochmal, wie auch immer. Mach das jetzt fertig. Mach die Augen voll. Ja, Augentime. Der letzte Schritt. Oh, warte, wollen wir es nicht mit dem Adding machen? Nee, ich probier's jetzt mal. Probier's bei einem, ja. Ja. Aber ich glaube, ich könnte das schon hinbekommen, wenn ich das will. Weißt du, wir haben ja auch verschieden große Spinnen. Beim kleinen Finger ist es die kleinste, also da musst du jetzt echt. Jetzt geht's ab. Ja, 15 Uhr machen wir, damit alle Zeit haben und so. Auch so ein Mittagsstream. Aber Samstag am Mittag? Da schaut doch keiner zu, oder? Vielleicht soll ich es auch abends machen. Inshallah. Und nicht. Wir müssen aber weitermachen, sonst trocknet mir das hier. Ja, man muss mindestens 10 machen oder so. Aber ich verstehe nicht, wie das Gamblen funktioniert. So was, du gambelst und dann je nachdem, wie viel raus... Wenn es über 50 ist, kriegst du was dazu und unter 50 verlierst du, oder wie geht das? Kommt eh niemand Neues rein. Du meinst, meine Twitch-Karriere ist einfach jetzt schon tot? Ich habe eine Statistik gelesen. 99% aller Streamer haben keine Viewer. Also zu jedem Zeitpunkt, wo Twitch live Streamer hat, sind 99% ohne Viewer. Also bin ich schon mal besser als nur 99%. Ich bin in den 1%. Let's go. Okay. Oh mein Gott, die andere Hand würde ich gerne machen. Oh, das ist süß! Die andere Hand bitte machen. Oh mein Gott! Die andere Hand. Ja, yeah, I know. Oh mein Gott, ist das cute! Okay. Steh drauf. Super. Habe ich das richtig verstanden? Wir streamen morgen um 15 Uhr? Nein, ich streame morgen um circa 15 Uhr, denke ich. Mach das mit Kaufarino. Ich habe doch gesagt, ich designe meinen Chat neu. Das mache ich um 15 Uhr. Da müsst ihr nicht da sein, ihr könnt da sein, wie es ist. Dann mache ich einfach dieses eine Ding. Dann werde ich abends nochmal mit euch streamen, wenn ihr wollt. Süß, du machst das so gut. Da sind wir dabei. Sehr ruhige Hand irgendwie. Das ist krass. Surgeon Hans. Ach so, genau, so läuft's. So, und jetzt trocknen. Wir sind dann. Und dann machen wir Klarlack, dann fertig. Süß, oder? Schau euch die kleinen Augen sie an. Sie haben sogar Augen. Schau euch die Augen an, sind die nicht geil? Also, das ist nicht wirklich so rot, wie es gerade auf dem Stream ist. Die sind eigentlich orange, aber ich habe einen Farbfilter drüber. Ja. Kannst du noch Darmpunkt drauf tun? Sieht so punktearm aus. Mhm. Und auf den vielleicht auch noch. Noch nicht. Für dich alles. Streame morgen dann auch ab 15 Uhr. Ja, okay, klar. Können wir dann zusammen so ein bisschen hin und her switchen. Ab 15 Uhr, das heißt, du bist den ganzen Tag ab 15 Uhr. Das ist eine Dedication. Du hast wirklich nichts anderes zu tun.
Du hast doch gerade einen neuen Job bei Rewe irgendwie ankommen. Zeig mal die obere Cam. Wo wolltest du noch einen Punkt? Die obere Cam. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh fuck. Wegen der Farbe. Oh, du meinst die Cam hier? Ja, ich meine, das kann man nicht wirklich. Also, es ist halt sehr klein. Ja, also die Farbe ist und die Auflösung. Orange einfach. Die ist schon sehr. Sie ist sehr orange, sehr kräftig. Vibrant, aber auch sehr. Nicht schlecht. Ja, in der Realität hier. Ja. Es ist halt ein bisschen bulky, weil ich das nicht so drauf habe, wie jetzt so ein Nageldesigner. Aber. Ich hab aber mein süß, Bestes die Augen gegeben, da, wirklich! Wie süß die Augen sind. I mean, kill me, that's cute. Stark. Die sind echt stark. Wenn man es halt mit dem Original vergleicht, die hat halt viel größere Nägel. Kann man viel mehr drauf machen. Ja, also ich aber weiß auch nicht, wie ich das hätte machen sollen anders. Also ich hab jetzt auch nichts. Ja. Weil ich meine, wenn wir da jetzt noch Klarlack drüber machen, dann... Das machen wir. Also ich meine, umso dicker die Nagellack ist, umso schneller geht er halt ab. Deswegen... Schon sehr dick. Dickerchen. Aber... Ich glaube, es ist auch so weit trocken, dass wir jetzt eigentlich viel machen kann, bevor es nicht die ganze Zeit hinkriegen. Weil die Spinnen sind trocken. Das Einzige sind die Augen und sowas trocknet so wahnsinnig schnell. Weil ja, allein die Flecken hier sind alle trocken, ne? Der oh. Weiße vielleicht nicht. Aber sonst. Ja. Danke, Lucy. Instant dry. Speeds up your manicure and protects your nail polish against chipping. Apply. Yay. Top. Kann man das andere dann wegmachen? Slim all. Wenn man Ansatz ist, oh, kann man sterben. Venus, ja. Von der Entfernung sieht's gut aus, wenn man zu nah ranschaut. Kann irgendwer was Nettes im Chat schreiben? Kann irgendwer ein Kompliment schreiben, kurz? Mhm. Kann mir jemand ein Kompliment geben, schnell, ganz schnell? Für deine Nägel. Nicht generell, was ihr cool an mir findet oder so. Irgendwas, you know, drop was Cooles. Sieht schön aus. Kannst du noch so meinen Namen reinschreiben? Irgendwas, was persönlich an ich ist. Jetzt sehe ich schon wieder viel zu. So, okay. Würdest du noch mehr ausgeben? Das Quest. Danke, süß. Featuring Games. Groß. Das ist voll faszinierend, wie das geht. Ich weiß noch, ich hatte damals Sony Vegas 11, als ich angefangen habe mit so Videospaß. Und da musste man das noch ganz kompliziert machen. Oh, oh shit! Bild. Das ist schon der Kinoeintritt, den du heute gesammelt hast. Ja, aber echt, ich gehe nachher noch ins Kino. Das ist so süß. Das Text-to-Speech ist so eine süße japanische so Anime-Stimme. Nochmal eine kleine Spende für die gute Leistung. Danke, danke. Ihr seid zu sweet. Ihr seid meine besten zwei Zuschauer. Parasocial, ihr seid die Besten. Gehst du jetzt am Sonntag eigentlich zur Party? Ich gehe zur Party, Baby. Ganz, oh, ganz steht das ein Haar drauf? Es ist drin. Keine Chance. Nee, kann ich das rausholen? Warte, nicht drauf fassen. Aber ich dachte, es wäre schon getrocknet. Zur Party, zur Party. Ich rufe meine Freundin an und sie fragt, was geht. Sag, heute ist Samstag und sie sagt konkret. Sag, wohin willst du? Und sie sagt, zur Party. Zur Party. Und weg? Nee, ich seh's nicht. Es ist ein bisschen arg stark, ne? Ja, also ich würde mir sowas nicht machen. Nee, ich werde es nix. Nee. Das will ich nicht. Nee, ich hab immer ein Schwarz oder so.
Eine Biene wäre auch süß gewesen. Ich hab das eh nur, weil ich sonst krass Nägel kau und das hält mich hart davon ab. Deswegen will ich mir die Fingernägel erkennen, weil ich das so gerne mag und so schön finde. Aber es hält mich sehr stark ab, dann zurückzugehen, wo ich da mal war. Okay, ja. Danke. Danke fürs Nägeln. Danke fürs Nageln. Ja, mach das. Ich hab auch schwarz gerade. Ich hab diesen... kann ich echt empfehlen. Ich habe so einen Überlack von Essie und der ist so, das ist so, der kostet halt echt Geld, also der kostet halt so 10, 11 Euro, aber der schaut halt geil aus und es hält auch recht lange und man kann den auch, also am besten funktioniert natürlich, wenn man den Nagellack auch von Essie hat, aber du kannst auch jeden anderen nehmen und dann holst du ihn diesen Überlack und es sieht richtig cool aus, also es macht so einen richtig schönen Gloss und es hält lange. Aber ich glaube, das hält eh bei Leuten, die nicht so lange Nägel haben, sondern wo quasi wo du hier mehr Haut, also wie soll ich das erklären, da hinter mehr Haut noch hast, wo du halt quasi mit dem Nagel eigentlich nicht die ganzen Oberflächen und dein Handy berührst, dann hält es eh länger. Aber wenn du halt lange Nägel hast. So. Können wir ein cooles Thumbnail machen? Nee, bitte nicht mit mir. Ich kann nicht dieses Thumbnail tun? Mm-mm. Kein Thumbnail mit dir? Nee. Soll ich, kann ich... dich nehmen und dann ein anderes Gesicht auf Photoshoppen, das kann ich machen. Machst du Hansi Hinterseher drauf. Okay, mach ich. Okay. Okay, dann sollen wir mal einen Drycode drauf machen. Oh, okay. Zeit für Drycode. Ich hatte gerade eine Sekunde, ist ja schon abgegangen. Puh. Will auch aufs Thumbnail. Dann schreib was Schönes. Oder was Nettes, meine ich. Er ist kalt. Ja, irgendwas, keine Ahnung, was man... Ist der flüssig, Alter, was geht ab? Er ist sehr flüssig. Er ist nicht nur auf einem Nagel. Ja, bitte verlaufen jetzt nicht. Boah, da müssen wir ja richtig wenig nehmen können. Sieht schon Games was... Ein Clip. Ich würde mir sowas nicht machen. Ja, ich auch nicht. Ja, nein, das ist der Clip, wie du das sagst und also, wie ich so ein bisschen so, oh, so. Ich würde das echt nicht machen. Schau mal den Clip kurz an. Das ist für mich ein Game Over. Ich bin einfach nicht so eine wilde Maus. Ich mag's ganz schön. Ah. Was ist denn das für ein scheiß Überlag, wirklich? Was hast du denn da gekauft für ein Schmarrn? Ha, shit, Mann. Also, ehrlich. Du hast nochmal Screentime bekommen. Der eine Punkt ist das bisschen verloren. Was liegt denn im Überlag? Das ist richtiger Scheiße. Ja, der ist richtig scheiße. Ja. Guck mal, der. Ah ja, der, ich sehe, es was verlaufen ist. Was ist los mit dem? Kann ich irgendwie erst anrühren oder so? Ich weiß nicht, wie viel ich da drauf gemacht habe und das für gut gehalten. Ich muss mir den erst anrühren. Nein, dann musst du nichts anrühren. Okay. Dann geht immer das Däumchen. Das Däumchen. Das hier? Ja, das Däumchen. Nein. Ich mach ja nochmal einen Code drauf, dass es länger hält, aber bei dem Code wird es wahrscheinlich weniger lang halten. Ich muss halt einfach nur, damit auch die Spinnen schön gezielt sind. Also damit halt die Spinnen und das, was ich jetzt hier fabriziert habe, schön eingepackt ist. Genau. Und damit es auch ein bisschen so... Soll ich nochmal die Kamera einschalten? 39, let's go. Du wirst Featuring Games nur mit sehr viel mehr erst nochmal einholen, okay? Der ist voraus, Mann. Fuck, Mann. Fuck. Das hab. Ja, ja. Rex kann versuchen, mehr Punkte zu kriegen, aber. Wofür willst du die Punkte einsetzen? Ich habe drei einsetzbare Sachen. So, du kannst Sheesh machen und Bra. Und irgendwie Aufmerksamkeit. Das kostet alles nicht viel. Yep. Noch. Attract. Will die einfach so. Du bist einfach so Punkte. Ja, hast du Bragging Rights, aber erst richtig die Kanalpunkte, wenn sie dann reinkommen. Jetzt musst du halt so. Wassermarsch.
Wassermarsch. So. Alkoholmarsch. Aber ist okay. Jetzt warte, aber bitte. Hier so ein bisschen was. Mach keinen Scheiß jetzt. Jetzt werde ich echt sauer, das glaubst du mir nicht. Ich habe das jetzt eine Stunde lang gemacht. Ja, ich meine, wir sind jetzt eh fertig mit dem Segment. 50 Follower, wo seid ihr? Die 50 Follower. Wann fängt der Film an? 45. Ah, da fängt die Werbung an. Ich muss hier wieder bei Last Night in Soho die Augen und die Ohren zuhalten. Ich fange schon so an. Falsch betont. Mein Alkohol schmeckt mit euch an meiner Seite viel besser. Das ist so geil. Leute, das ist schon so viel besser, wenn man nicht alleine trinkt. Und währenddessen sagst du das in einem Raum alleine, der recht dunkel ist, mit deinem Bildschirm an. Und dann kommt irgendwie so nochmal Twitch-Werbung und wir sind kurz weg. Wasser nicht. Oh, da ist sie. Noch du kannst es nicht. Oh mein Gott. Kannst es nicht bereuen. Es ist eine Woche Essen. Scheiße. Es ist eine Woche Essen. Ja. Das ist für mich eine Woche. Ich kaufe in der Woche für 30 Euro. Ich würde es mit dir. Ich würde einfach, dass ich den Gutwillen bei dir habe, so ich würde es mit dir teilen, aber ich habe das Geld gerade nicht. Sorry. So was habe ich nicht. Ich habe keine Werbung. Twitch macht keine Werbung. Auch ich meine. Natürlich nicht für mich, nee, aber bei einfach mir ist so. Das einmal, also ich gehe einmal die Woche einkaufen und das sind dann so 30 Euro ungefähr. Und dann mit dem, was ich noch in der Mensa oder so ausgebe und halt Alkohol hin, das sind dann so 50 Euro in der Woche. Also im Monat sind es 200 Euro für Essen plus minus. Schon viel. Ja, wenn ich Affiliate habe. Ich meine, okay. Ich meine, sie schalten trotzdem Werbung, wenn du das erstmal einschaltest, oder? Das machen sie schon. Oh. Der ist sauber. Ist sauber? Okay. Yeah, wir haben Nägel gemacht. Let's go. Wilde Jazzmusik. Ich hoffe, da kann ich ein paar Clips rausfarmen. So besonders. Ein Affi, keine Werbung. Okay. Kaufe für 2 Wochen ein, bin immer bei 25 bis 30 Euro. Für 2 Wochen? Für 30 Was? Euro? Krass. What? Aber vielleicht frisst du auch immer nicht so viel wie. Vielleicht brauchst du aber nicht so viele Tampons wie halt. Sie. Ich vernichte halt auch, gell? Ille Gang! Ja, lass mal Hormone kriegen. Aber ist ja auch in keiner Mensa und so. Ja, aber guck mal, ich hab jetzt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird mir sogar für 1,5 Wochen reichen, aber ich kaufe also extrem viel Gemüse. Ich habe das Gefühl, so frische Sachen sind einfach übelst teuer. Und aber so eine Paprika, von der wirst du halt weder eine Saft noch sonst irgendwas. Aber die ist halt geil, aber teuer. Also es ist teuer dafür, dass man davon nicht wirklich satt wird, wenn man es einfach nur so snackt. Also ich muss dann schon 3 Paprikas essen, dass ich da einigermaßen satt bin von. Deswegen vielleicht. Ich kaufe mir halt kein... Das einzige Fertigessen, das ich mir so kaufe, ist glaube ich Ramen. Aber ich habe auch versucht damit aufzuhören, meine Haut ist so pissig geworden. Ja. Du bist am Ende dann mal leise. Ich kaufe auf weniger frisch. Ja, gesund ist teuer. Ich verstehe es nicht. Das sagen auch meine Freunde so, dass sie halt alles so extra billig kaufen, weil sie kein Geld haben. Ich gehe halt immer zum Aldi, da geht das mit den Preisen, finde ich, vom Gemüse. Aber beim Kaufland bist du arm. Da kaufst du einmal so mittelmäßig viel ein, bist schon bei 50 Euro. Gesund ist richtig teuer. Ja, Truth. Ja. Erstmal, welche Freunde Kappa? Haha, Bitch, ich hab keinen Kappa-Emote. Ich hab keine Freunde. Ich hab actually keine Freunde. Das passt dir dann. Ich hab so 2 Freunde und der eine ist so ein halber something. Ich hab Arbeitskollegen, die sehr viel reden. Meinst du Carina? Alter, Name-Drop die hier nicht so. Ach so, ich vergesse immer das. Das ist schon das allein der schon nichts für mich. Weil ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwelche Leute outcallen. Ja. Oder irgendwelche Lehrer von mir outcallen, würde ich mich aufregen. Und die haben meinen Namen, dann ihre Webseite und ihre Hausnummer, damit Leute hingehen und Steine auf die werfen oder so. Sehr. Warte, Kappa ist kein Better TTV, oder? Ist das von Twitch selbst? Du? Weiß nicht. Ich glaube, Kappa schreibt man einfach klein, so. Mit groß.
Ja, genau, einfach, genau. Du schreibst den Rest einfach klein. Nur das K groß. Das ist so ein Dude, aber das ist Kappa. Das ist quasi Cap, also Lüge oder so. Ja, das weiß ich. Oh, farbiger Kappa, holy shit. Junge. Anders. Farbiger Kappa, oh mein Gott. Zu wild. Oh, mein PC ist fertig gebaut. Wow, ihr maßgeschneiderter Artikel ist fertig. Der wird einfach für mich gebaut, deswegen hat es so lange gedauert. Ja, ja, weil keiner so diese hohen Specs genommen hat. Der Artikel ist 5/11. Ja, das will ich auch meinen. Oh mein Gott, hätte 11. vor einem 11. Monat fertig sein sollen. Das ist ein Monat, es ist exakt ein Monat. Am 11.10. hast du ihn bestellt. Er hätte am 18.10. kommen sollen. Besser so. Ja, und Sponsorship mit Origin PC wäre mega cool. 3090? Nvidia? Ja, dann zieht die Scheiße endlich ab von meinem Konto, bitte. Kann es damit nicht umgehen, wenn auf meinem Konto so 2000 Euro sind, aber ich weiß, da gehen jetzt noch 1700 weg und ich muss irgendwie so rechnen die ganze Zeit. No, zieht's bitte einfach direkt ab. Ja, ich habe einen PC bestellt. Für die Uni. Weil ich einen brauche. Also ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, ich brauche für die Uni keinen Laptop und es hat sich herausgestellt, dass ich doch einen brauche. Und jetzt muss ich mir einen kaufen. Wenn ich eine Firma habe, kriegst du eine Partnerschaftsanfrage. Also was, so ein... Ich meine, Bro, in 10 Jahren habe ich selbst was im Leben erreicht. Ja, und du das sagst? Ha! Alter, das ist so krass. Alle meine Freunde haben schon was erreicht. Oder auch nicht. Ich hab heute nichts erreicht. Ich habe heute einen alten Freund im Gym getroffen, der mega cool ist. Sascha. War in so einer Band drin, war dann nach der Schule in einer Band. Mhm. Cooler Typ. Ja. Und dann habe ich so kurz angefangen, über mein Leben zu reden. Weil ich habe ihn gesehen, er war so, oh krass, du bist jetzt hier auch im Gym? Also, er war dann so, ja, ist heute mein erster Tag. Ich war so, oh cool, wir werden uns öfters sehen. Und dann habe ich einfach so angefangen, über mein Leben zu reden. Ich war so, ja, das war früher so schön mit euch. Und dann war ich so, ja, ich habe jetzt so einen Bürojob, der echt langweilig ist. Ja, genau, absolut. Ich habe einfach nur so meine depressiven Sachen an ihm abgelassen und war so, ja, okay, ich gehe jetzt. So, das war's. Ich habe nur mein Kram gelabert und dann ist er weggegangen. Ich war so, jemand wartet auf mich draußen. Dann saß ich so eine halbe Stunde einfach so allein am Tisch. Mal so, das Ding ist halt, wenn du Leute mit negativer Scheiße zuballern willst, dann musst du das richtig machen. Ich bin Profi darin, wirklich. Also ich, immer, wenn ich meine Eltern treffe, wenn ich von der Uni zu Hause bin, dann lade ich meine ganze negative Energie bei denen ab und gehe wieder. Und meine Eltern mögen das anscheinend. Sie meinen so, ah, oh, ist immer so lustig, wenn du erzählst von der Uni. So, ja, wenn es in Wirklichkeit so lustig wäre, würde ich das erzählen, dann wäre ja alles cool, aber... Ist es nicht so, wenn deine Lehrerin dich einfach 2 Tage lang mobbt, weil du strichelst beim Zeichnen? Du bist semi-erfolgreicher Twitch-Streamer, reicht das nicht? Semi-erfolgreich wäre nicht. Hey, Alter, lass einfach. Das ist cool, was er gesagt hat. Das stimmt total. Ich bin semi-erfolgreicher Twitch-Streamer, reicht das nicht? Das ist ein gutes Tattoo, finde ich. So in 50 Jahren. Ich find's lustig. Ich find's cool. Wie wird der Feels Sadman im Out geschrieben? Feels Weirdman meinst du oder Sage? Hab ich den Feels Weirdman? Ja. Und Sage. Und Sage B. Ja, ich glaube, das sollte jetzt Transformer sein eigentlich. Das muss ich recht trocknen. Was mit dem Regen drin? Ah, das ist Feels Rainy Man. Das ist aber ein positiver Emote. Nee, das ist Feels Rain Man. So. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen ausgestiegen. Abgeholt. Ich glaube, ich bin Schock. Oh, wie soll ich das überleben? Ich schlafe da wahrscheinlich ein, wenn wir sehen. Was abgeben sollen. Da können wir ja sogar Mucke hören im Auto. Verrückt. Verrückt. Aber ich habe immer noch einen USB-Stick. Ah ja, aber den werf ich ja jetzt 280 MB oder so. Also ja, ja, der war so 378 MB. Das läuft so auf Twitch. Seltzer und da steht aber 0 Gramm Salz drauf. Ja, das hat nichts mit Salz zu tun. Aber so eine Art. Wasser mit Alkohol.
streamt gerade. Schau, es kommt Werbung! Ah, warte, er ist so verliert, fuck. Quest wird. Die wurden 10 Euro heute gespendet. Kauf dir davon einmal einen USB-Stick. Was ist Beer with me? I don't know. Keine Ahnung, Mann. Ja, ich meine, ich habe einen guten USB-Stick. Ich habe ein paar gute. Oh, wenn er merkt, dass all seine Freunde Affiliates sind, Feels Rain Man. Feels Rain Man ist ein positiver Emote, Bro. Ich weiß, du lernst gerade erst über Twitch-Emotes, aber that's not how it works, Bro. Yeah. Sagst du, yo, wir gehen jetzt rüber zu Phil oder was? Jo, was ist los, Phil? Vielleicht ist am im Zoom raus. Vielleicht ist am Chat, muss ich mal schauen. Wollte halt auch nicht mehr lange machen. Kannst auch nicht mehr lang machen. Was ist daran positiv? Möchte der Mode klären. Er lächelt. Es ist so ein schönes, es ist regnet so, es ist schön. Schöne Regel. Du kennst auch Regenvibes, wenn es schön chillig ist. Gar nicht klein hier, also gar nicht. Das ist sogar. So quasi so, du ist es so, kennst du auch, wenn ein regnerischer Tag ist. Der reagiert sogar auf mich. Ja. Gar nicht unangenehm, nein. Komm, wenn du schon meinen Stream anguckst, dann erzähl ich dir die ekelhafteste Sache, die mir heute passiert ist. Oh, okay. Ich muss das selber zugeben, das war eine eigene Dummheit. Ich habe es geschafft, verseuchtes Wasser zu trinken. Oh mein Gott. Ganz einfach. Sorry, Tom. Ich muss ganz kurz jetzt gucken, was überhaupt bei ihm abgeht. Es ist, ich hatte ein Glas Wasser bei mir. Wir kennen ja immer das gelbe Glas von mir, das gute alte McDonald's-Glas. Das ist jetzt gerade in der Spülmaschine. Ich habe dann gedacht, so, ey, da ist ja noch Wasser drin. Habe ich das ganze Glas geäxt. Ist mir egal gewesen. Und dann, schöne Fingernägel, by the way. Danke. Dann habe ich es ausgetrunken. Und ich dachte dann einfach nur, damit, weil da eine verdammte Mücke unten auf dem Boden war. Eine tote Mücke, die da bestimmt schon seit 2 Tagen rumgesoffen hat, also die da abgesoffen ist vor 2 Tagen bestimmt. Erstmal schön ganzes Wasser weggetrunken. Dann habe ich auch gedacht, ich gehe mich erstmal vergraben. Egal, härtet ab. Ja. Ich hoffe einfach nur, dass sie mich, was ein Gag, abgesaugt hat und dann einfach von mir etwas ein bisschen abgesaugt hat. Ich habe hier sogar einen Punkt. Runtergeflogen, ins Wasser geflogen ist und dann mich selbst getrunken habe. Alter, was ist das für ein Gag? Was ist das für eine Story? Eine Gag-Story, meine ich. Ja, geile Story, Mann. Du hast Wasser getrunken, in dem eine Mücke in seinem Blut war. Das ist eine fantastische. Du solltest so einen Story-Twitch-Channel aufmachen, Mann. Geile Story. Enjoyable. Es gibt Schlimmere, mein Lieber. Es gibt viel Schlimmere. Aber schön, dass wir einfach. Es war eine Kleinigkeit, die heute passiert ist. Storytime war geil. Ich höre dich, mein Lieber. Ich höre dich. Ja, ich höre dich. Er hat sein Blut getrunken. Real Life Vampir auf Twitch gesichtet. Ja, Mann. Er ist richtig Halloween-Vibes. Das ist so eine geile Story, die hätte ich auch erzählen können. Das ist auch so mit. Ach, das sind die besten. Traust du dich nicht, meine Stimme auf deinem Stream zu hören? Ja, der ist in keinem Chat drin. Okay. Ja, sonst passiert halt nicht in meinem Leben. Außer, dass ich mein Bein aufgeschlitzt habe, aber sonst ist alles okay wegen scheiß Dornbusch. Ah, nichts mehr wegen getan. Danke, los. Jetzt bist du endlich weg. Ja. Oh, schau mal. Von meiner Engelstimme. Ich meine, come on, was ist mit meinem Stream los?
Content ist so schwer, Mann. Danke für den Content, hier ist für gute Storytime. Was lügt? Sie war so während dem Beantworten richtig aufgeregt, dass der Lügendetektor vielleicht was falsch erkennt. Dass so ihre Aufgeregtheit als Lügenargument so erkannt wird, you know? Deshalb sagt sie, würde sie nicht weit machen. Would you consider yourself more of a morning person or a night owl? Definitely a night owl. So you like definitely. To stay up late? Yes, yeah. I hate waking up early in the morning. I hate it. Question 7. Hi, kannst du kurz deine Fingernägel in die Kamera zeigen? Nee, das meine Fingernägel sind mehr als so wert. Ich sollte Fingernägel OnlyFans anmachen. Okay, ich sollte krass. Einfach so einen Fingernägel OnlyFans eröffnen, glaube ich. Also werde ich mal Fame, muss mich dann irgendwie hochziehen. Fotos von mir. Ja, das ist so ein bisschen. Know your worth. Kannst du mir bitte deine abgeschnittenen Fußnägel schicken? Klar. Jeder hat seinen Preis. Alter Mann. Ja, ist irgendwie so. Ich meine, wir sind alle so Mini-Streamer. Das bringt nichts wirklich so. Unsere Collaborations sind so gut wie so. Ja, mit sich selbst in den Raum reden, right? Wir gainen nichts von unserem Zusammendasein. Es ist jetzt schon 44, krass. Gut, dann mach ich Schluss mit dem Stream. Ja, das ist jetzt nämlich eh los. Wir klauen uns selber die Views. Und woher kriegen wir die Views, Mann? Wir brauchen die Views. Wir brauchen ein krasses Thema, das wir zu viert besprechen. Alle davon profitieren. Wir brauchen echt so ein System, weil auf Twitch wirst du nicht groß, okay? Das passiert aber nicht. Unser Hochgesacke ist wie die Selbstbefriedigung. Jupp, wie so Auto-Fallatio. Unsere Jobs. wir müssen uns irgendwas Geiles ausdenken oder so ein Party-Ding. Jetzt sind alle auf. Phil ist gegangen, ich gehe jetzt auch. Ich habe alles getan, was ich machen wollte, aber oh mein Gott, schau dich nochmal kurz an, wie geil die Augen auf denen sind. Ist das nicht Hammer? Ich liebe die Augen. Sind so geil. Ist so süß. Ja, okay, irre wie im Chat. Macht's gut, Leute. Schönen Abend euch noch. Schönes Wochenende auch. Bis morgen, gell? Ja. Oh, Phil ist auch da. Irre wie Phil. Hey, mach's gut. Ciao.